Dass ich dich störe, aber man sagte mir, du hättest Bismarck hier beordert? Ja, er müsste eigentlich schon hier sein. Willst du ihn etwa ins Ministerium berufen? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich werde ihn sogar bitten müssen, die Führung dieses Ministeriums zu übernehmen. Aber Wilhelm! Diesen gewalttätigen Grobian, diesen beschränkten Landjunker. Er ist doch so verhasst. Beim Volk wie bei der Presse, bei allen. Er hat Mut. Er steht zu seiner Überzeugung. Er hat nie jemand etwas vorgemacht. Geschickten Parlamentariern und Kompromisslern habe ich nun 2 Jahre lang versucht. Was ist das Ergebnis? Preußen geht zugrunde. Ohne ein starkes Heer sind wir verloren. Denk an meine Vorfahren. Immer haben sich Preußens Herrscher auf ihr Heer gestützt. Ihm verdankt Preußen seinen Aufstieg zur Großmacht. Da sind wir jetzt, in Deutschland von Habsburg bevormundet. Frankreich und Russland misstrauen uns. England belehrt uns mit Zeitungsphrasen, wir sollen die englische Verfassung einführen. Ich kann das nicht. Es wäre das Ende der Krone und Preußens. Vielleicht kann es Fritz. Er liebt ja diese Liberalen. Eine englische Frau gilt ihm mehr als ich. Aber ehe ich das zulasse, habe ich die Pflicht, es mit Bismarck zu versuchen. Auch wenn er mir unheimlich ist. Rohn sagt es übrigens auch. Du und Rohne denken natürlich nur an eure Soldaten. Aber es ist doch keine Kriegsgefahr. Kriegsgefahr? Bei Kriegsgefahr wäre es nämlich schon zu spät für uns. Wie damals, 1806, als Napoleon meinen Vater überfiel. Und wenn es nun einen Krieg gibt im eigenen Land? Eine Revolution? Deine Exzellenz, der wirkliche geheime Rat, Herr von Bismarck-Schönhausen. Majestät. Sie sind seit gestern in Berlin? Seit vorgestern, Majestät. Gestern hat mich seine Königin Hoheit der Kronprinz bereits zu sich befohlen. Wünschen Eure Majestät den Inhalt des Gesprächs zu erfahren? Nein, danke. Dass Sie es mir anbieten, genügt mir. Rohn hat Sie über den Ernst der Lage unterrichtet? In großen Zügen, ja, Majestät. Ich will nicht regieren, wenn ich es nicht so vermag, wie ich es vor Gott, vor meinem Gewissen und vor meinen Untertanen verantworten kann. Das kann ich aber nicht, wenn ich nach dem Willen der heutigen Majorität des Landtags regieren soll. Ich finde keinen Minister mehr, der bereit ist, die Regierung zu führen, ohne sich und mich der parlamentarischen Mehrheit zu unterwerfen. Habe mich daher entschlossen, die Regierung niederzulegen. Meine Abdankungsurkunde habe ich bereits entworfen. Es ist Eure Majestät seit dem Mai bekannt, dass ich bereit bin, die neue Regierung zu bilden. Ich bin gewiss, dass Rom bleiben wird und dass ich andere Männer finden werde, die mit mir gehen. Wir würden also für die Heeresreform eintreten? Ja, Majestät. Auch gegen die Majorität des Landtags und deren Beschlüsse? Ja, Majestät. Sie haben sehr viel Mut, mein lieber Herr von Bismarck. Der Mut ist ganz auf Seiten Eurer Majestät, wenn Sie mir diese Stellung anvertrauen. Ich habe den Mut zu gehorchen, wenn Eure Majestät den Mut haben, zu befehlen.
dann habe ich die Pflicht, mit Ihnen die Weiterführung des Kampfes zu versuchen. Ich danke nicht ab. Gehen wir vielleicht lieber in den Park. Dort können wir freier miteinander sprechen. Das hätte ich nicht erwartet, Fritz, dass auch du gegen mich bist. Aber liebe Mama, ich bin doch ebenso wenig gegen dich, wie du gegen uns. Aber soll Papa abdanken? Das willst du nicht, das will ich nicht. Und Vicky auch nicht. Ich bin gewiss kein Freund von Herrn von Bismarck. Aber als ich hörte, dass Roni nach Berlin berufen hatte, habe ich mit ihm gesprochen. Du hast? Ja. Er war gestern bei mir. Ich habe nicht den Eindruck, dass Bismarck ein solcher Eisenfresser ist, wie ihr alle glaubt. Er hat in Frankreich viel gelernt. Ah, wohl bei Napoleon, diesem Parvenu, diesem... Meine Mutter schreibt, Napoleon hält sehr viel von Herrn von Bismarck. Auch das noch? Du kennst doch Papa. Er hat sich immer als Soldat gefühlt. Er gibt nicht eher nach, als bis die letzte Möglichkeit erschöpft ist. Und die heißt Bismarck. Sollte er versagen, dann weißt du ja, dass ich meine Regierung nach anderen Grundsätzen führen werde. Nicht wahr? Mhm. Ein Regierungsprogramm, das ich entworfen habe, in dem ich versuche, auf allen Gebieten, auch in der Verwaltung, sowohl die liberalen wie die konservativen Übergriffe ein für alle Mal zu unterbinden. Verzeihung, Majestät. Sollte man diese Einzelheiten nicht besser zurückstellen? Ich meine, bis das Wichtigste erledigt ist? Ja, und bitte? Es geht ums Ganze. Ob künftig in Preußen die Krone regieren soll oder das Parlament. In dieser Lage werde ich selbst wieder Majestät mit Dingen befehlen, die ich nicht für richtig halte. Ihnen zwar meine Meinung offen entwickeln, aber wenn Sie schließlich auf den Ihrigen beharren, lieber mit dem Könige untergehen, als Eure Majestät im Kampfe mit der Parlamentsherrschaft im Stich lassen. Und Eure Majestät das Vertrauen zu mir haben, mir die Geschäfte ohne Programm zu übergeben? Wollen Eure Majestät das nicht lieber verbrennen? Die Handschrift Eurer Majestät ist bekannt. Es kann in unrechte Hände kommen. Sie haben mich gewonnen, Bismarck. Jetzt sehen Sie zu, dass Sie Preußen gewinnen. Fritz? Ja? Willst du nicht an Mama unterschreiben? Ich habe ihr geschrieben, dass er von Bismarck Minister wird. Aber nicht für lange, damit sie sich nicht ärgert. Und dass wir bald König und Königin sein werden. Ach, Kind, das kannst du doch nicht schreiben. Warum nicht? Der hält sich doch nicht lange. Ich freue mich so für dich. Ja, kriegst du mir von Ruhen erwartet, der Grimm. Guten Abend, Rose. Es ist geschafft. Ich bin Ministerpräsident. Endlich. Herrgott, Ruhen, manchmal habe ich geglaubt, es kommt nie mehr dazu. Aber jetzt, ich habe schon an Johanna telegrafiert. Da ist wer? Hat er Bedingungen gestellt. Es war ein Programm, aber ich habe es ihm ausgeredet. Wir müssen ja ganz von vorne anfangen. Herrgott, ich muss eine Flasche Sekt bringen. Sachte. Jetzt fangen doch die Sorgen erst an. Wie wollen Sie mit dem Parlament fertig werden? Parlament? Haben Sie schon was überlegt? Ich werde zu den Leuten freundlich sein. Vielleicht verblüfft Sie das. Sie halten mich ja für eine Art politischen Attila. Im Übrigen zeige ich mich sehr gerne mit dem Rüder. Jetzt mag ich warnen Sie. Die Leute sind zu allem entschlossen. Ich bin zu allem entschlossen. Aber Ruhen, wir sind uns doch einig. Unser Ziel ist Deutschland. Sobald unsere Armee stark genug ist, wenn wir die erste Gelegenheit ergreifen, um mit Österreich abzurechnen, den Bund auflösen und Deutschland die nationale Einigung oder Führung Preußens geben. Diesmal, wo denken Sie hin? Bleiben Sie auf der Erde. Denken Sie an Frankreich. Napoleon vertraut mir. Er denkt, dass ich ihm auch vertraue. Er will an den Rhein. Diesen Köder muss man ihm hinhalten. Bismarck, Sie denken an Ihre Außenpolitik und haben im eigenen Hause noch keine Ordnung. Ich habe keine Angst. Ich weiß ja, wofür ich tue. Frankreich ist noch nicht am Ziel, mein lieber Benedetti. Der Rhein ist seine natürliche Grenze. Das wusste schon Richelieu, aber sogar mein Onkel hat dieses Ziel nur bis 1813 erreicht. Et toi, lui, dis-moi, tu ne veux pas la guerre, mais tu veux la frontière du Rhin, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce qu'il veut, vous comprenez, Benedetti? Antworten Sie Deutsch, Benedetti, die Kaiserin versteht es ein wenig. Mais non, non, ich verstehe. Ich würde verstehen. Je n'ai pas l'envie de parler allemand. Ich muss Benedetti doch prüfen, ob er genug Deutsch versteht, um Botschafter in Berlin zu werden. Tu l'envoies comme ambassadeur à Berlin? Oh, mon Dieu. Pauvre Benedetti. La politique. Ah, toujours la politique, ça m'agace. Moi, je vais danser maintenant. Au revoir, monsieur. Majestät sprechen das Deutsch sehr gut. Ich bin ja auch in Augsburg zur Schule gegangen. Ich wäre ein guter Herrscher für deutsche Untertanen, nicht wahr?
Sehen Sie, ich bin friedlich von Natur. Ich verwalte mein Land wie ein guter Bankier sein Geschäft. Und ein Bankier schießt sich nicht gern. Das überlässt der anderen. Also? Sir, ich weiß. Beim nächsten Krieg in Deutschland, Majestät, werden stiften den Frieden. Und dafür nehmen den Rhein als Prozent. Wie kommen Sie denn darauf? Sie haben geholfen, Italien, dafür Nizza und Savoyen genommen. Sie werden helfen, Österreich oder Preußen. Und dafür nehmen den Rhein. Vielleicht. Tische. Immer der Boot aus Tangermünde da. Vater ist Ministerpräsident geworden. Sind wir jetzt nach Berlin? Sind wir beim König eingeladen? Bekommen wir da einen Orden? Vater bekommt viele Sorgen, aber er hat es sich ja immer gewünscht. Wir müssen Gott bitten, dass er ihm hilft. Kann Roland auch mit nach Berlin? Und Dürers auch? Oder nicht? Ach nö, dann möchte ich lieber hierbleiben. Hör doch nicht gleich zu tragen, Suse. Ich will auch nicht nach Berlin. Ihr seid ja dumm. Berlin ist doch viel schöner. Und Vater ist Minister, stell dir mal vor, da müssen alle Leute den Hut vor uns abnehmen. Das Wort hat der Ministerpräsident für eine Erklärung der Staatsregierung. Meine Herren, gestatten Sie mir in diesem kleinen Kreis offene Worte. Der Konflikt zwischen Krone und Parlament wurde, so ernst auch werden kann, nach meiner Meinung in der Vergangenheit von beiden Seiten zu tragisch aufgefasst. Die neue Regierung sucht keinen Kampf. Kann der Konflikt mit Ehren beseitigt werden, so bietet sie gerne die Hand dazu. Bedenken Sie aber, dass die Sicherheit eines Staates einzig auf seinem Degen beruht. Sichern Sie also durch Ihre Zustimmung zur Heeresreform unser Land. Das ist Ihre erste politische und vaterländische Pflicht. Er zieht sich zurück. Das glaube ich nicht. Ich bitte ums Wort. Der Herr Abgeordnete Löwe hat das Wort. Im Namen meiner politischen Freunde möchte ich feststellen, dass auch der Herr Ministerpräsident keinen neuen Gesichtspunkt geltend gemacht hat. Hinter seinen Worten rassen die Ketten der Fremdherrschaft, um uns zu erschrecken. Ich aber hörte die Ketten der Tyrannei, die unter den Bajonetten des Königs im Lande rassen werden. Der Herr Ministerpräsident bekennt sich seit dem Jahre 1848, also seit 14 Jahren, offen zur Reaktion. Wir bewilligen diesem Ministerium keinen Groschen. Der Herr Ministerpräsident hat das Wort. Meine Herren, es war mir eine Freude zu hören, dass Ihre Befürchtungen weniger gegen die Sache als gegen meine Person gerichtet sind. Die Menschen haben sich seit dem Jahr 1848 geändert. Und ich nehme an, dass Sie nicht die Absicht haben, die Verhältnisse dieses Revolutionsjahres wiederkommen zu lassen. Haben wir nicht vielmehr die Verpflichtung, unserem deutschen Vaterlande die verlorene Größe wiederzugeben? Der Herr Abgeordnete Dr. Kirschow hat das Wort. Der Herr Ministerpräsident erweckt hier Erinnerungen, die uns alle schmerzlich bewegen. Gewiss sind unsere Herzen dem deutschen Vaterlande zugewandt. Wir wünschen nichts sehnlicher als ein neues deutsches Reich. Aber ein freies deutsches Reich, das auch politisch der geistigen Einheit entspricht, die es seit einem Jahrtausend bildet. Die Fürsten wollen das nicht. Das Machtmittel der Fürsten ist das Heer. Die Statthalter der Fürsten sind die Junker. Ihr prominenter Vertreter in Preußen ist Herr von Bismarck. Diesem Ministerium keinen Soldaten und keinen Groschen. Ich bitte um das Wort. Bitte? Ich bin dem Herrn Vorredner trotz seiner persönlichen Angriffe dankbar, dass auch er dem von mir ausgesprochenen Endziel zustimmt. Nur der Weg dorthin ist strittig. Seit 50 Jahren treten hervorragende Redner wie eben Herr Löwe und Herr Dr. Virchow auf, werden Tagungen abgehalten und Papiere, Beschlüsse über die Einigung Deutschlands gefasst. Ohne jedes Resultat. Meine Herren, so kommen wir nicht weiter. Wir müssen endlich zu Taten übergehen. Die Ernennung dieses Krautjunkers ist ein Schlag ins Gesicht. Das wird dem König teuer zu stehen kommen. Das Ganze ist doch bloß eine Episode. Zwei Wochen, höchstens zwei Monate, dann hat dieser Bismarck abgewirtschaftet. Er ist persönlich ganz angenehm. Landedelmann. Aber zum Minister ohne jede Vorbildung. Glauben Sie im Ernst, meine Herren, dass jene Nationen, deren Grenzen an den deutschen Bund stoßen, eine Einigung Deutschlands gern sehen würden? Entspricht es nicht seit Jahrhunderten der Politik unter Nachbarn, sich dem mit aller Macht zu widersetzen? In einem starken Heer liegt das einzige Unterpfand für ein einiges Reich. Nicht auf Preußens Liberalismus sehen die anderen deutschen Staaten, sondern auf Preußens Macht. Denn nicht nur durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das ist ja erst um der Jahre 1848 und 1849 gewesen. Sondern durch Eisen
und Blut. Jetzt hat er die Macht gefallen lassen. Das ist eine schöne Überschrift. Der Korrespondent der Kölnischen Zeitung, der wird sie mir mal morgen geben. Ungeheuerlich. Lukas Eisenhardt, hat er gesagt. Der brutalste Weiser hat jetzt demaskiert und erklärt, dass er mit Preuß und ganz Europa kämpfen möchte. Glauben Sie, dass der König damit machen will? Der König wird Arthur sich sein. Man müsste das ausnutzen. Der König ist in Baden-Baden. Er kommt heute Abend zurück. Wir werden eine Deputation zum Bahnhof schicken und ihm erklären, dass Bismarck gehen muss. Sonst wird das Wort von Blut und Eisen morgen Wahrheit. Aber in den Straßen Berlins. Sie sind nicht mit mir zufrieden, Ruhm? Tja, es war ja sehr geistreich, was Sie da entwickelt haben. Aber muss man denn den Leuten gleich alles an den Kopf werfen? Das wird noch schwer gegen uns ausgenützt werden. Lassen Sie sich darauf. Was die Zeitungen schreiben, das soll uns gleichgültig sein. Tja, aber der König, der sitzt in Baden-Baden in den Händen seiner Familie. Wenn die Königin ihre Äußerungen hört, dann sitzt sie schon auf dem Schafott. Haben Sie wieder mal recht. Wissen Sie was? Der König kommt heute Nacht zurück. Ich fahre mit gegen. Sie sollten Ordnung machen, Herr von Bismarck. Die Heeresreform durchsetzen. Und was tun Sie? Sie hetzen die Leute noch mehr auf. Majestät, ich habe mich zunächst um Frieden bemüht. Ich wurde zurückgewiesen. Mit parlamentarischem Kuhhandel kommen wir nicht weit. Das haben ja schon meine Vorgänger vergeblich versucht. Der Kampf folgt eines Tages doch. Ich sehe ganz genau voraus, wie das alles kommen wird. Auf den Opernplatz, gerade vor meinem Fenster, wird man Ihnen den Kopf abschlagen. Und etwas später mir. Und dann, Majestät? Ja, dann sind wir tot. Jawohl, Majestät, dann sind wir tot. Aber sterben müssen wir früher oder später doch. Und können wir anständig herumkommen? Ich selbst, im Kampf um die Sache meines Königs? Und Eure Majestät, indem Sie Ihre königlichen Rechte mit Ihrem eigenen Blut besiegen. Ob auf dem Schafott oder auf dem Schlachtfelde, das bleibt Sie schließlich gleich. Aber Eure Majestät müssen jetzt fechten. Sie können nicht kapitulieren. Eure Majestät sind in der Lage eines Offiziers, der die Aufgabe hat, einen bestimmten Posten auf Leben und Tod zu behaupten. Das Leben dafür einzusetzen, ist die Pflicht des preußischen Offiziers. Umso mehr die des Königs, als des ersten Offiziers im Lande. Es freut mich, dass Sie die Sache so ansehen, Bismarck. Ich bin immer gerne Soldat gewesen. Sie haben recht. Mit dem einfachen Worte zu Befehl geht der Soldat, wenn es sein muss, in den Tod. Aber jetzt wollen wir doch erst mal kämpfen. Und siegen, wenn es möglich ist. Sie haben mich doch wirklich wieder fröhlich gemacht, mein lieber Bismarck. Sie haben mir meinen Mut wiedergegeben. An Mut hat Eure Majestät gewiss nie gefehlt. Das haben Sie auf dem Schlachtfeld bewiesen. Aber vielleicht ist es mir vergönnt, Eure Majestät aufzuzeigen, wann und wo der Kampf einsetzen kann. Berlin, anhaltlicher Bahnhof! Alles auf den Rängen! Berlin! Berlin! Anhaltlicher Bahnhof! Herr Träger! Herr König! Ich will zurücktreten. Ja. Majestät haben sich ausgezeichnet erholt. Die Reise hat Eure Majestät sehr gut getan. Die Reise kaum. Aber hier, das ist mein Arzt. Mein Seelenarzt, Herr Dr. Virchow. Er kuriert die Seelen mit Eisen und Blut, Majestät. Und Sie kurieren die Körper mit Eisen und Blut, Herr Dr. Virchow. Und damit verdient er mehr als ein Minister. Es hat mich sehr gefreut, dass die Führer meiner Opposition sich schon auf dem Bahnhof zur Begrüßung eingefunden haben. Ich hoffe, das ist ein gutes Omen für unsere Zusammenarbeit, meine Herren. Bismarck operiert schneller als Sie. Bei uns glaubt jeder, der es in seinem Fach zu etwas gebracht hat, nun auch in der Politik mitreden zu können. Herr Dr. Virchow würde einem tüchtigen Bankier schwerlich gestatten, einem Kranken den Arm zu amputieren. Aber in der Politik, von der er so viel versteht wie ein Bankier von der Medizin, möchte er dilettieren. Der gordische Knoten deutscher Zustände lässt sich nicht mit Liebe allmählich lösen. Er lässt sich nur militärisch zerhauen. Wir sind also gezwungen, die Heeresreform auf jeden Fall durchzuführen. Ob mit oder ohne Ihre Einwilligung, ist gleichgültig. Wir werden einen Antrag einbringen, dass der Minister mit seinem Kopf und seinem Vermögen für den entstehenden Schaden haftet. Diese Haftung übernehme ich gern.
Es geht mir bei meiner Politik weder um meine Person noch um mein Vermögen. Ich werde das Parlament, das so viel Verwirrung gestiftet hat, auf Befehl des Königs so lange außer Kraft setzen, bis der Konflikt behoben und Preußen gesichert ist. Sie brechen die Verfassung! König spricht die Verfassung, sondern Sie, meine Herren. Sie haben es bereits getan. Die Verfassung bestimmt, dass die Gesetze in Übereinstimmung zwischen dem König und dem Landtag erlassen werden müssen. Diese Übereinstimmung machen Sie durch Ihre doktrinäre Haltung unmöglich. Dadurch ist die Verfassung außer Kraft gesetzt. Die Staatsmaschine muss aber weiterlaufen. Die Eisenbahn müssen fahren. Die Post muss die Briefe besorgen. Die Beamten müssen ihre Gehälter beziehen. Ja, und Sie, meine Herren, Ihre Diäten. Wer soll nun die Sorge dafür übernehmen? Etwa Sie, meine Herren? Nein. Selbstverständlich die Regierung des Königs, der allein die Verantwortung, das Recht und die Macht dazu hat. Der Abgeordnete Virchow hat das Wort. Meine Herren, dies ist ein schwarzer Tag in der Geschichte unseres Vaterlandes. Mitten im Kampfe um die Ideale der Freiheit und des Fortschritts wird Preußen in die Düsternis des Mittelalters zurückgestoßen. Aus einem Garten des Geistes wird eine Kaserne gemacht. Nein, meine Herren, bis hierher und nicht weiter. Wir sind das Volk der Dichter und Denker und wir sind stolz darauf. Ja, begreifen Sie nicht, welche Ironie in dem Wort Volk der Dichter und Denker liegt? Während Sie hier träumen, verteilen die anderen die Welt unter sich. Ich bitte mich nicht zu unterbrechen. Wir wollen die Welt nicht. Wir wollen Freiheit im eigenen Lande. Aber die haben sie auch nicht, die haben die anderen. Zwischen Marseille und Calais liegt ein Land und zwischen Hamburg und München liegen 6 Grenzen. Herz und Geist bilden eine höhere Einheit als alle Verfassungen. Diese Einheit ist bereits erreicht. Den deutschen Mittel muss man mit Gewalt zu seinem Glück zwingen. Und das ganze Fahrer an den Frieden zusammenzufügen. Herr von Bismarck und Herr von Rohn lächeln zu meinen Worten. Das sind jene Männer, denen nach den Worten des Herrn Ministerpräsidenten Macht vor Recht geht. Ich habe nicht gesagt, dass Macht vor Recht geht. Verdrehen Sie meine Worte nicht. Es geht mir hier nicht um Worte, sondern um Tatsachen. Herr von Bismarck und Herr von Rohn sind Feinde des Volkes und bar jedes Patriotismus. Aber eines will ich Ihnen versichern und jetzt schon vor der Geschichte festhalten. Es wird Ihnen, Herr von Bismarck, nicht gelingen, die Einigung Deutschlands zu verhindern. Der Herr Ministerpräsident hat das Wort. Es ist mir Ehre, von dem Herrn Abgeordneten Virchow als Feind des Volkes bezeichnet zu werden. Der Herr Abgeordnete Virchow kennt das Volk gar nicht. Und hat daher in Wahrheit Feind des Landtages gemeint. Die Feindschaft des Landtages ist mir wurscht. Der Herr Kriegsminister hat das Wort. Der Herr Ministerpräsident sitzt hier nicht wie ich in Uniform. Er kann auf den Vorwurf des Herrn Dr. Virchow anders reagieren, als ich es darf. Einem preußischen Offizier den Patriotismus abzusprechen, ist eine Perfidie, eine pöbelhafte Unverschämtheit, die ich mir verbitte. Und aus der ich... Die Äußerung sage ich nicht zu. Bitte mich nicht zu unterbrechen. Wir hätten besser die Äußerung des Herrn Virchow nicht zulassen sollen. Ich werde diese Äußerung... Ich habe zu sprechen und ich unterbreche den Herrn Minister. Verzeihung, ich habe das Wort. Ich werde es nicht fortgeben. Ich habe das Wort. Das steht mir nach der Verfassung zu. Und keine Schelle und kein Rede und keine Unterbrechung. Folgt, so will ich die Sitzung unterbrechen. Das dürfen Sie nicht, solange ich spreche. Meine Herren, 350 Stimmen sind lauter als eine. Nach der Verfassung darf ich sprechen, kann und solange ich will. Nur wenn ich Ihnen das Wort gebe. Ich gebe es Ihnen nicht, sondern ich verbiete Ihnen weiter zu sprechen. Ich bin um das Wort. Der Ministerpräsident hat das Wort. Die Minister sind in diesem Hause,
die Vertreter des Königs. Wir verbieten also dem König das Wort. Jeder sagt hier seine Meinung und der König soll schweigen? Die Minister werden hier reden. Das können Sie mir glauben. Sie werden reden, solange Sie wollen. Wenn Sie es wagen, dem König das Wort zu verbieten, dann brechen Sie die Verfassung und sind mein Recht. Infolge brutalen Verhaltens des Herrn Ministerpräsidenten. Dazu ist es zu spät! Der Landtag ist aufgelöst! Auf Befehl des Königs! Ich habe zuerst gesprochen. Sie haben Ihren Satz nicht beendet. Vorher habe ich den Landtag aufgelöst. Die Neuwahlen finden nach der Verfassung statt. Bitte, meine Herren. Der Landtag ist aufgelöst. So schnell hätte ich das nicht erwartet. Ich bin nicht erfreut über diesen offenen Bruch. Ich möchte das feststellen. Es ist nicht angenehm für mich, an der Spitze einer Nation zu stehen, auf die ich mich nicht verlassen kann. Wie jene Zeitungen alles angreift, was ich unternehme. Majestät, die Zeitungen sind nicht die Nation. Für die nächsten Monate sind sie mit den Wahlen beschäftigt und diese Zeit müssen wir ausnutzen. Ich habe die Entwürfe für die neuen Verordnungen schon bei mir und bitte Sie, Eure Majestät vorlegen zu dürfen. Bitte. Gesetz über die Durchführung der Heeresreform, Rapport über die Einführung des neuen Zündnagelgewehrs, Erinnerung an die Treupflicht der preußischen Beamten und Bericht über die abgeschlossene Militärkonvention mit Russland. Ist denn die Konvention schon fertiggestellt? Jawohl, Majestät. Aber es gibt ja eine neue furchtbare Überraschung. Die Zeitungen sind doch ganz auf Seiten der Polen. Die Konvention mit Russland, Majestät, macht uns den Rücken frei. Und bis die Schreier sich zu Taten entschließen, sind wir gerüstet. Sie wetzen ihre Mäuler und schießen mit Papier. Wir wetzen unsere Säbel und werden mit dem Zündnagelgewehr schießen. Der Chef wird sich das nicht mehr länger gefallen lassen, wenn der König mitmacht. Sind sich das mal an, der neue Kladderadatsch. Bei mir gibt es leider nichts zu lachen. Immer abwechselnd ein Schmähbrief und ein Bettelbrief. Donnerwetter. Sehen Sie sich das an. Das dritte Todesurteil in einer Woche. Zu spät noch, meine Herren. Die ganze Post von gestern und heute ist liegen geblieben. Da müssen wir eben die Nacht zu Hilfe nehmen. Ob es nicht angebracht wäre, Euer Exzellenz, nur noch die wichtigsten Sachen vorzulegen? Mein lieber Kreuz, ich muss über die Stimmung im Land orientiert bleiben. Das geht aber nun wirklich nicht mehr. Wir werden die Kölnische Zeitung und die Tribüne auf eine Woche verbieten. Und die ganze Presse unter Zensur stellen. Quarterei. Deine königliche Hoheit, der Kronprinz. Bitte sagen Sie meiner Frau, ich komme etwas später zum Essen hinauf. Sie befehlen, Euer Majestät. Ich habe zu dieser Unterredung ja gesagt, obwohl ich eigentlich zu wissen glaube, worum es geht. Ich möchte dich vor einer falschen Grundeinstellung bewahren, lieber Fritz. Es geschieht nichts ohne meine Zustimmung. Auch die neue Presseverordnung des Herrn von Bismarck? Die ganz besonders. Aber mit ihr knebelt man die öffentliche Meinung und täuscht sich über die Stimmung des Volkes hinweg. Glaubst doch nicht etwa, die Zeitung sind die Stimme des Volkes. Drahtzieher der Parteibüros, unverantwortlich. Immerhin ist es das, was ins Ausland bringt. Richtig, und auch dort Unruhe stiftet. Gerade deshalb heiße ich die Anordnung gut. Ich habe meine Pflicht getan und dich gewarnt. Eigentlich sollte ich als dein Sohn und als Kronprinz auch dein Vertrauen haben. Du treibst in einem Fahrwasser, Fritz, das dir und dem Lande gefährlich werden kann. Auf deine Frau möchte ich warnen. Wir stehen möglicherweise vor schweren Entscheidungen. In Polen gärt es und Dänemark ist im Begriff, die selbstständigen Herzogtümer Schleswig und Holstein sich einzuverleihen.
Wir würden sie dann mit Waffengewalt zurückholen müssen. Ein Krieg? Ich sehe schwere Komplikationen voraus, wenn er von Bismarck die Welt weiter mit diesen Methoden pommerschen Junkertums... Und ich, der König, wiederhole, dass Bismarck mein vollstes Vertrauen hat. Abwarten, Meister. Nichts überstürzt. Ja, Majestät, aber... Schauen Sie, Majestät, sogar die Zeitungen hat der Bismarck jetzt unter Kontrolle gestellt. Die Preußen sind ganz durcheinander. Wir dürfen den Augenblick nicht verpassen. Wenn ich das wieder gut machen könnte, was Preußen der Kaiserin Maria Theresia angetan hat. Es wäre der glücklichste Tag meines Lebens. Vor allen Dingen heißt es jetzt, die deutsche Kaiserkrone zurückholen. Wir brauchen die deutschen Soldaten. Das Haus Habsburg beherrscht zu wenig Deutsche. Dafür aber umso mehr Tschechen, Polen, Ungarn, Italiener, Russen, Serben, Kroaten, die alle auseinander wollen. Preußen hat rein deutsche Interessen. Es hat sich uns immer widersetzt. Aber jetzt können wir zupacken, weil es uneinig ist. Vor keinen Krieg, Richter. Lieber will ich versuchen, die deutschen Fürsten für uns zu gewinnen. Aber bald, Majestät, wenn es zu spät ist. Rufen Sie die Fürsten zusammen. Geben Sie Deutschland eine neue Verfassung. Mit Ihnen an der Spitze als Kaiser und Bundesfeldherr. Das sind große Gedanken, mein lieber Richter. Kaiser von Deutschland. Wenn die deutsche Einheit von den Fürsten ausgeht, dann wird das den Revolutionären das Wasser abgraben. Das muss auch König Wilhelm überzeugen. Seine eigene Familie hat sich schon verzankt mit ihm, wegen dem Bismarck. Bismarck. That may be of greatest interest for the times, to help the Princess Royal. Da haben Sie es. Nicht einmal der Kronprinz ist mit der Politik Bismarcks einverstanden. Wir wollen den Brief der Kronprinzessin auf der ersten Seite veröffentlichen. Das gibt der Sache des Fortschritts neuen Wind in die Segel. Das ist der Gipfel. Jetzt fangen die gekrönten Weiberröcke auch schon an. Das ist ein unwürdiges Gewerbe, mit dem wir uns abzugeben haben. Was, Keudel? Dieses englische Pony kann die bräuchliche Disziplin nicht begreifen. Wenn der König ein einfacher Bürger wäre, so würde seine Schwiegertochter ein paar Hinten draufgeben. Dass sich der alte Herr nur nicht zu sehr aufregt. Die Kur in Baden-Baden strengt ihn immer so an. Ja, da sitzt wieder die ganze Verwandtschaft um ihn herum und bläst ihm die Ohren voll, dass er nach Frankfurt gehen soll, um am Fürstentag des Kaisers Franz Josef Protau zu machen. Sieh, ich glaube, da ist keine Zeit mehr zu verlieren. Fahr doch nach Frankfurt. Alle sind gegen ihn, glauben mir, alle. Er hat keine Lebenszeit. Bitte dich, er ist ein Kavalier. Aber er tut doch nur, was er will. Merkst du denn nicht, dass er dich immer mehr beeinflusst? Du kommst mir schon gar nicht mehr wie ein Hohenzoller vor. Wer weiß, wohin sein Ehrgeiz noch geht. Er sagt seine Schwester auch. Halt ihn für absolut treu. Treue Diener verdienen treue Herren. Aber wir wollen nicht mehr davon sprechen. Begleitest du mich auf die Promenade? Fritz und Vicky kommen in einer halben Stunde. Wir könnten zusammen spazieren gehen. Eure Majestät, deine Exzellenz, der Herr Ministerpräsident sind soeben angekommen. Bismarck ist hier? Er ist doch gar nicht angemeldet. Da muss etwas geschehen sein. De ma promis d'aller à Francfort. Lassen Sie einen von Bismarck eintreten. Du hast mir versprochen, dass du nach Frankfurt gehst. Du kannst den Kaiser nicht so vor den Kopf stoßen. Du wirst gleich hören, was Bismarck sagt. Majestät. Sie haben ohne Zweifel wichtige Nachrichten, mein lieber Bismarck. Bitte sprechen Sie. Ich hatte nicht die Absicht, Eure Majestät zu stören. Sprechen Sie. Majestät, der Kaiser hat eine neue Einladung nach Frankfurt geschickt und erwartet noch heute endgültigen Bescheid. Herr von Bismarck, alle unsere Verwandten sind der Ansicht, dass nur das Fernbleiben Preußens einen Erfolg verhindert hat. Liebes Kind, ich bitte dich, lass uns allein. Wir müssen gleich zu einer definitiven Entscheidung kommen. Eure Majestät. Die familiären Einflüsse und Bestrebungen, von denen Ihre Majestät soeben sprach, haben für die preußische Politik ein folgenschweres Ereignis hervorgerufen. Ich bitte Eure Majestät, diesen Artikel zu lesen. Es ist ein Brief, den Ihre Königin Johanna, die Frau Kronprinzessin, an ihre Frau Mutter gerichtet hat und der in den Times und der Süddeutschen Post abgedruckt war.
nicht für möglich gehalten, dass ein preußischer Prinz und Offizier mein Sohn eine solche Insubordination in seinem Hause duldet. Ein König, der nicht mal seine Familie regieren kann, wie soll er sein Land führen? Muss die schärfsten Konsequenzen daraus ziehen. Werde ihn seiner sämtlichen Ämter entheben. Soll sich mit seiner Frau auf Reisen begeben, nach England oder sonst wohin, wo der Pfeffer wächst. Ganz nach beliebiger Auswahl. Wenn ich auch Eure Majestät Zorn verstehe, so möchte ich doch bitten, diese persönliche Angelegenheit nicht aus der Empörung Ihres Herzens, sondern nur unter dem Gesichtspunkt der Staatsräson zu entscheiden. Sie möchte ich sehen, Bismarck. Wenn Ihre Jungen mal groß sind und Ihnen solche Streiche spielen, würden Sie da nicht zum Staatsräson. Aber Ordnung in meinem Hause. Damit fängt die Staatsräson an. Majestät, schaffen Sie die Ordnung. Aber denken Sie an Friedrich den Großen. Schicken Sie den Kronprinzen nicht nach Küstrin. Die Geschichte hat gegen den Vater Friedrichs des Großen entschieden. Obgleich er vielleicht auch im Recht war. Manchmal sind Sie mir unheimlich, Bismarck. Der Brief geht doch im Grunde nur gegen Sie. Es geht hier nicht um meine Person, Majestät, sondern um den Erben der Krone. Also reden Sie mit ihm. Und Frankfurt, Majestät? Der König wird nach Frankfurt gehen, davon bin ich überzeugt. Wir haben alle zugeredet. Der Kaiser hat mich als König von Sachsen offiziell beauftragt, dir für deine Bemühungen der deutschen Sache seinen besonderen Dank zu sagen. Der Kaiser will die Einheit nicht durch Blut und Eisen, sondern auf friedlichen Wege. Du bist der wichtigste Verbündete Deutschland in Preußen. Ich danke dir. Ja? Seine Exzellenz, der Herr Ministerpräsident, bitten, Euer königliche Hoheit, ihn zu empfangen. Bismarck? Seit wann ist denn der hier? Dann ist aber die höchste Zeit, dass ich mich bei deinem Vater melden lasse. Aber ich möchte dem Bismarck jetzt nicht begegnen. Geh da hinaus. Sehr wohl. Führen Sie seine Majestät hinaus. Sehr wohl, Herr Ministerpräsident. Euer Exzellenz, darf ich bitten? Ich hatte Sie gar nicht erwartet, Exzellenz. Ich glaubte Sie noch in Berlin. Ich komme direkt von seiner Majestät, König Hoheit. Ich habe den nicht angenehmen Auftrag zu fragen, ob Euer König Hoheit der hier abgedruckte Brief bekannt ist und ob Sie in irgendeiner Form dazu Stellung nehmen wollen. Der Inhalt des Briefes ist mir bekannt. Aber wie er in die Zeitung geraten konnte, das ist mir völlig unerklärlich. Gestatten Euer Könige Hoheit einem treuen Diener Ihres Hauses ein offenes Wort. Warum opponieren Sie eigentlich innerhalb des Familienkreises? Besonders, da sich diese über ganz Europa erstreckt. Anstatt durch offenen Meinungsaustausch mit mir direkten Einfluss auf die Regierung zu gewinnen. In ein paar Jahren werden Sie selbst die Regierung übernehmen müssen. Sie haben andere Prinzipien. Aber warum versuchen Sie nicht, einen Übergang zu vermitteln, anstatt den Konflikt im Lande unnötig zu verschärfen? Ich wünsche, mit Ihren Regierungsprinzipien in keine Verbindung gebracht zu werden. Ich vermute, dass Ihr sonderbarer Annäherungsversuch einen Übergang in meine Dienste anbahnen soll. Ich bin ein treuer Diener Ihres Herrn Vaters und Preußens und wünsche Euer König Joachim, wenn Sie einmal den Thron besteigen, dass Sie an meiner Stelle ebenso treue Diener finden mögen, wie ich für Ihren Herrn Vater gewesen bin. Allerdings wünsche ich nicht, dazu zu gehören. Ich wollte Sie nicht persönlich kränken, Herr von Bismarck. Aber ich bin der Ansicht, dass Ihre Politik dem monarchischen Gedanken schadet. Glaube nicht, dass in Deutschland jemals die Leute aussterben werden, die sich einen starken und mutigen König wünschen. Aber vielleicht sterben einmal die Könige aus. Für einen Hasenbraten braucht man einen Hasen. Und für eine Monarchie, eine Monarchin. Auch ich teile Ihre Sorgen um die Monarchie, wie Sie sehen. Ich glaube, wir wissen nun, was wir voneinander zu halten haben, Exzellenz. Ich werde mich bei meinem Vater entschuldigen und ihn bitten, mich für die Zeit Ihrer Amtsführung von meinen Ämtern als Kronprinz und General der preußischen Armee zu entbinden. Ich kann damit gutem Gewissen schweigen. Ich danke Euer König. Wir kennen uns so lange und waren immer gute Freunde. Wir müssen doch jetzt zusammenhalten. Das ganze Volk ist von Not und Qual um die Zersplitterung des Vaterlandes wie von inneren Krämpfen geschüttelt. Wenn wir Fürsten uns jetzt nicht entschließen und Habsburg die Kaiserkrone geben, dann wird es wieder zu Bruderkämpfen kommen, wie damals 1848. Komm doch nach Frankfurt. Du bist der Einzige, der abseits steht. Ist deine Majestät vom Bade zurück? Jawohl, Euer Exzellenz. Majestät haben erst gebadet, dann geruht. Länger als sonst. Das hat heute sehr angestrengt. So. Und nun ist seine Majestät der König von Sachsen bei ihm. Wer ist bei ihm? Seine Majestät, der König von Sachsen. Ja, mal in der Weltzeit war ich der nicht baden. Heute Mittag mit einem extra Zug aus Frankfurt am Main gekommen. Na, ich muss sofort hinein. Exzellenz, Majestät haben extra befohlen, von niemandem, aber von gar niemandem gestört zu werden. Das Bad, das hat doch schon so angestrengt. Na, dann warte ich hier. Was doch für ein Geist, der dich befallen hat, seitdem dieser furchtbare Mann dein Minister ist.
Ich stehe hier als Verbote von 30 regierenden Fürsten, als Verbote des ganzen germanischen Volkes und bitte um Preußen. Immer ist Preußen in Schlachtenkriegen vorangegangen, immer der Held des deutschen Volkes gewesen. Willst du dich jetzt was sagen? Ich bitte dich, ich flehe dich an, denk an das deutsche Leid. Komm zu uns. Lass Deutschland nicht im Stich. Wenn du es so ansiehst, gut, dann will ich kommen. Ich danke dir. Ich werde sofort für morgen früh um 6 einen Extrazug bestellen. Wir wollen auch heute Abend eine gemeinsame Erklärung veröffentlichen. Das wird die aufgeregten Gemüter beruhigen. Der Minister, der sollte aufsetzen und ihr nachher zur Unterschrift rüberbringen. Gut, dann kann Bismarck Sie gleich sehen. Den Wagen für seine Majestät. Jawohl, Herr Majestät, und seine Exzellenz, der Herr Ministerpräsident, warten draußen. Na also, da kannst du es ihm ja gleich sagen. Auf Wiedersehen, in Zug nach Frankfurt. Majestät, ist es wahr, Sie fahren nach Frankfurt? Dein Majestät ist Preußen verloren. Was glauben denn, Eure Majestät, was der Kaiser in Frankfurt will? Die deutsche Einheit? Nein. Das Blut der deutschen Stämme für Habsburger Ausmachpolitik. Dafür ist mir das Blut der Deutschen zu schade. Wollen Sie Habsburgs Vasall werden? Aber das preußische Volk. Ach, das preußische Volk. Ich weiß, was das preußische Volk sagen wird. Sie wird uns fragen, warum wir den Landtag aufgelöst und die Presse verboten haben. Warum wir ein gewaltiges Heer organisiert haben. Für Habsburg. Nicht für Preußen, aus Mutwillen, um das Volk zu unterdrücken. Nicht für Preußen. Was wird Rohn sagen? Und Moltke? Und die Armee? Sie werden sagen, der König hat unser Werk verraten, sich in Frankfurt feiern zu lassen, Ehrenjungfrauen und Böller und Flaggen zu genießen. Wird das Lob geholt in der Zeitung. Aber dann bitte ich Eure Majestät allein zu fahren. Ich fahre nicht mit. Eure Majestät müssen sich einen Minister suchen, der künftig seine Weisungen von Habsburg empfängt. Denken Sie an Preußen, Majestät. Denken Sie an Ihre Ahnen. An Ihre Pflicht. Majestät, Majestät, um Gottes Willen, Majestät, soll ich den Arzt holen? Ja, Majestät. Lassen Sie, später, sagen Sie Frankfurt ab. Danke Ihnen. Hol den Leibarzt sofort! Selbst der Herr Ministerpräsident von Sachsen. Bitte! Ah, Herr von Bismarck. Na, Sie haben wohl schon auf mich gewartet. Das ist ja gut, dass Sie sich nun doch entschlossen haben. Hier bringe ich den Entwurf für das Kommuniqué, das wir sofort veröffentlichen wollen. Sie haben Herr von Beust. Der König bleibt hier. Aber er hat doch meinem König versichert. Der König bleibt hier. Wann haben Sie ihn gesprochen? Eben. Ich lasse mir meinen König nicht durch eure Kunststücke ruinieren. Da liegt mein Liter krank auf dem Sofa. Dann werde ich also den Extrazug für morgen früh abbestellen. Denn ohne den König Wilhelm wird mein König nicht nach Frankfurt fahren. Er wird dann morgen versuchen, ihn wieder umzustimmen. Gib mir mein Ehrenwort. Wenn morgen früh um 6 Uhr der Extrazug mit dem König von Sachsen nicht abgefahren ist, dann ist um 8 Uhr ein Bataillon Preußen aus Raschquartier. Ehe mein König aus dem Bett aufsteht, ist das Haus von Truppen besetzt, die keinen anderen Auftrag haben, als keine Sachsen mehr reinzulassen. Sie wissen ganz genau, dass Preußen nicht das Recht hat, mitten im Frieden Truppen in Baden einmarschieren zu lassen. Das wäre Bundesbruch und Friedensbruch. Bundesbruch und Friedensbruch sind ja gleichgültig. Wichtig ist mir das Wohl meines Königs und meines Landes. Die werdet ihr mir nicht zugrunde richten. Dafür stehe ich, solange ich Ministerpräsident bin. Und wenn es sein muss, mit meinem Kopf. Durchlaufigste Freunde, liebe Brüder und Vettern, sehr werte Bundesgenossen. Ich bitte nun darüber zu beraten, ob der Bundestag künftig in eine Kriegserklärung mit 2/3 Mehrheit oder wie ich vorschlage, mit einfacher Mehrheit beschließen kann. Ist jemand gegen meinen Vorschlag? Nein, ausgezeichnet. Nicht wahr? Allerdings.
Was sagen Sie? Ich sage es nicht so einfach, es ist zu überlegen. Man kann nicht ohne weiteres und es ist so. Ich halte das für gefährlich. Ich Habsburg wird zu mächtig. Wir behalten doch schließlich unser Stimmrecht. Warum nicht zwei Drittel? Nur zwei Drittel. Ich habe keinen Grund, warum sie leiden, wie sie ist. Und sie hat das schließlich 50 Jahre gehalten. Ich bin das ist unmöglich, findest du nicht auch? Da müssen wir doch jeden Krieg machen, den Habsburg will. Ja, sind wir ja Österreich vollkommen ausgeliefert. Jetzt kommt der Pferdefuß zum Vorschein. Preußen hat schon gewusst, warum es zu Hause geblieben ist. Ich protestiere. Halt, warte ein bisschen. Ich habe was anderes vor. Nein, das muss jetzt endlich einmal ausgesprochen werden. Ich bitte ums Wort. Ein Moment, bitte schön. Der König hat das Wort. Gnädigste Herren, werte Bundesgenossen. Wir sind doch alle derselben Ansicht, dass der Vorschlag des Kaisers gerecht und mäßig ist und den Interessen aller Staaten Rechnung trägt. Ich bitte deshalb... Nein, wir werden überstimmt. Österreich bekommt durch einfache Mehrheit die ganze deutsche Macht und kann sie dazu benutzen, durch einen österreichischen Bundesfeldherrn sich seine außerdeutschen Länder zu sichern. Sollen wir wegen Serbien Krieg führen? Dafür würde die nötige Mehrheit wohl kaum zu erreichen sein, lieber Vetter. Ja, glaubst du denn, wir täten sowas mitmachen? Warum denn nicht? Vielleicht bist du in Geheimer kommen. Vielleicht bekommt ihr ein Stück Land dafür. So etwas ist schon vorgekommen. Das ist eine Beleidigung. Das lasst mir von keinem sagen, auch nicht von einem König. Aber, meine gnädigsten Herren... Wir sind doch hierher gekommen, um unseren Völkern ein Beispiel der Einigkeit zu geben, nicht des Zwistes. Bitte, setzt euch doch. Wir müssen nur zu irgendeiner Einigung kommen, sonst geben wir unseren Untertanen ein schlechtes Beispiel. Eure kaiserliche Majestät, meine gnädigsten Herren, ich schlage folgende Fragen zur Abstimmung vor. Erstens, nimmt die Versammlung alle diskutierten Vorschläge Österreichs an? Das Ergebnis dürfte zweifellos ein bejahendes sein. Zweitens, machen die Fürsten die Durchführung ihrer Entschlüsse davon abhängig, dass alle deutsche Staaten, auch die heute nicht erschienen, nachträglich ihre Zustimmung erteilen. Ich glaube, auch hierin müsste eine Übereinstimmung zu erzielen sein. Ja. Sonst gäbe es doch keine Einigkeit mehr. Dann wird also Preußen den Ausschlag geben. Du hast dich wohl vorher mit Bismarck besprochen, was? Euer Majestät, ganz Deutschland zieht in der dänischen Frage auf Preußen. Wenn wir für diese Sache das Schwert ziehen, so werden wir ein Vorbild für das ganze Vaterland sein. Herr Finanzminister, ist es möglich, ohne Bewilligung neuer Gelder durch den Landtag diesen Feldzug zu beginnen? Nein, Majestät. Herr von Bodenschrieb, wenn wir unsere Grenzen verbessern und neues Land gewinnen können, so ist das die beste Investierung eines Kapitals, das wir ja zunächst vom Volksvermögen borgen können, um es ihm dann hundertfältig wieder zurückzugeben. Aber Herr von Bismarck, Sie sprechen ja gerade so, als ob Sie Schleswig und Holstein für Preußen erobern wollten. Dazu haben wir doch gar kein Recht. Ja, können Eure Majestät es verantworten, dass das Blut preußischer Soldaten vergossen wird, damit Deutschland einen neuen Staat gewinnt, der nachher auf dem Bundestag gegen uns stimmt? Aber Herr von Bismarck, das sind doch Fantasien. England hat Dänemark garantiert. Und Österreich würde doch eine Vermehrung von Preußens Macht niemals zulassen. Dann müsste eben mit Österreich gemeinsam vorgehen. Und wenn es uns die eroberten Gebiete nicht überlassen will, Gewalt anwenden. Ich höre die Sitzung auf. Herr Geheimrat, schreiben Sie das nicht ins Protokoll, was Herr Ministerpräsident geäußert hat. Scheint noch unter dem Einfluss eines Sektfrühstücks zu stehen. Da kann man doch nicht ernsthaft verhandeln. Meine Herren... Majestät, ich bitte um meine Unterredung unter vier Augen. Bitte. Und natürlich ins Protokoll. Majestät, ich möchte über den Anschluss Schleswig-Holsteins an Preußen nicht mehr sprechen. Es war wohl zu weit gedacht. Ich stimme der Ansicht eurer Majestät zu, dass wir dadurch möglicherweise in einen Konflikt mit Österreich geraten könnten, was Gott verhüten will. Aber sollen wir uns von Hannover und Mecklenburg bestimmen lassen? Aber Mecklenburg und Hannover können doch gar nicht eingreifen. Weil England Dänemark garantiert. Dann müssen wir eingreifen. Dann wird England sich gegen uns wenden, vielleicht auch Frankreich. Dann werden wir uns mit Österreich verbinden. Mit wem? Wenn wir mit Österreich gemeinsam gegen Dänemark ziehen und Russland neutral bleibt, sind wir so stark, dass England Dänemark im Stich lässt. Aber Österreich ist doch unser Gegner. Im Augenblick nicht mehr. Auch Österreich darf Deutschland nicht enttäuschen, genau wie wir. Österreich hat durch den Frankfurter Fehlschlag an Prestige verloren. Es wird sicher mit uns gehen. Nein, Bismarck, nun kann ich nicht mehr mit. Ich war immer gegen Österreich, aber plötzlich sollte ich zu Österreich freundlich sein, sagten Sie, wegen Russland. Das habe ich getan. Dann sollte ich wieder Österreich ablehnen, wegen Deutschland. Das habe ich getan. Nun soll ich plötzlich Österreichs Verbündeter werden. Wer weiß, was ich im nächsten Jahr sein werde. Nein, Bismarck, die Schaukelei mache ich nicht mehr mit. Majestät, das ist die Politik. In Baden-Baden haben Sie mir gesagt, ich soll nicht Österreichs Vasall werden. Eben. Jetzt werden Sie sein gleichberechtigter Verbündeter. Und Frankreich? Mit Benedetti werde ich reden. Aber versprechen Sie ihm nichts. Niemals, Majestät. Dann reden Sie mit Rohn. Und mit Moltke.
zum inneren Abenteuer das äußere Abenteuer. Wie wird das enden? Seit 2 Jahren sagen alle hochintelligenten, neunmal klugen Leute, wie wird das enden? Wie wird das enden? Wie wird das enden? In 14 Tagen hat er verspielt. In 4 Wochen hat er verspielt. In 1 Jahr hat er verspielt. Ja, merken Sie nicht, dass Sie immer öfter Unrecht haben? Ja, und jetzt gibt es Krieg. Das wissen wir leider noch nicht. Verzeihung. Seine Exzellenz, Herr General von Rohn? Ja. Seine Exzellenz, der Herr Ministerpräsident, bitten Eure Exzellenz, ihn heute Nachmittag um 3 Uhr bei seiner Exzellenz, den Herrn General von Moltke, im Generalstab zu erwarten. Tatsächlich? Ist er noch beim König? Nein, er hat seine Exzellenz, den Herrn französischen Botschafter, zu sich bestellt. Der Kaiser hat kein Interesse daran, sich in innerdeutsche Verhältnisse einzumischen. Würde jedoch einer Vergrößerung einer der europäischen Großmächte, etwa Österreichs oder Preußens, keineswegs gleichgültig gegenüberstehen. Einer solchen Gebietserweiterung steht ja schon die Rivalität dieser beiden Staaten entgegen. Österreich würde eher mit uns kämpfen, als uns den Besitz von Schleswig und Holstein zu gestatten. Aber Preußen kann nicht zulassen, dass dieses urdeutsche Land von Dänemark annektiert wird. Er würde selbst auf die Rheinlande verzichten. Auf die Rheinlande? Ja, zum Beispiel, wie wir im Norden nachgeben könnten. Da das Wort nun einmal ausgesprochen ist, darf ich dem Kaiser darüber berichten? Meine Äußerung war natürlich rein privat. Auch dürfte sie kaum praktischen Wert gewinnen, da wir die Absicht haben, mit Österreich gemeinsam in Dänemark zu intervenieren. Mit Österreich gemeinsam? Und wem sollen die Herzogtümer zufallen? Und zunächst werden wir sie für den Bund besetzen. Wer sie dort verwaltet, darüber müsste später entschieden werden. Entschieden? Von wem? Die Herzogtümer müssen ob ewig ungedehnt bleiben, wie Sie ja wissen. Also wird die Entscheidung sehr schwierig werden. Bleiben Sie stark. Ich werde dem Kaiser berichten und ich glaube, ganz privat, dass er Sie unterstützen wird. Exzellenz. Ihr Besuch war mir eine große Beruhigung, Exzellenz. Wir warten, seine Exzellenz. Ich bin bereit, Euer Exzellenz. Und seine Exzellenz, der Herr österreichische Gesandte, ist soeben eingetroffen. Ich lasse seine Exzellenz bitten. Bitte, Euer Exzellenz. Und versichern Sie am Souverän meine Dankbarkeit, weil Sie unsere Anregung günstig aufnehmen. Ach, Sie sind schon hier, Graf. Verzeihen Sie, dass wir Sie warten. Exzellenz. Entschuldigen Sie, Graf. Bitte, Graf, nehmen Sie Platz. Danke. Zigarre? Danke. Sie haben mich bitten lassen. Etwas Dringendes? Sehr dringend. Vielleicht entscheiden. Graf Karoli, Sie kennen mich als einen Mann, der mit offenen Karten spielt. Das hat man mir übel genommen, aber es hat auch seine Vorteile. Meine Gegner wissen, woran Sie sind, und ich weiß es dann auch. Seit wann sind Sie der Gegner, Exzellenz? Oh, das wollte ich nicht damit sagen. Nur hatten wir einige kleine Meinungsverschiedenheiten vor Frankfurt. Aber sagen Sie ehrlich, wer hat recht gehabt? Sie, Exzellenz. Na, die Fürsten haben uns verraten. So wird es immer sein. Sie fürchten den Stärksten. Wäre Preußen damals nach Frankfurt gegangen, es hätte ihn mit Österreich unheilbar entzweit. Wenn Sie das mit Ihrer Weigerung vermeiden wollten, haben Sie allerdings unter Freund gehandelt. Na, endlich beginnt man das in Wien einzusehen. Warum gehen wir nicht zusammen, Graf? Soll das ein Angebot sein, Exzellenz? Ja, Graf. Im Namen meines königlichen Herrn. Ein Bündnis auf gleich und gleich. Wir wollen zusammen Schleswig und Holstein befreien, nicht für den Bund. Als freie Mächte. Exzellenz. Österreichs Interesse an den Nordherzogtümern ist so gering. Oh, wenn der Kaiser nicht will, so werden wir es allein tun. Russland, nicht Ihr Freund, hält still. Und ich weiß an der Stelle, wo ich Hilfe fände, wenn etwa ein anderer Nachbar mich bedrohte. Hilfe sogar gegen Österreich. Denn auch Österreich hat noch alte Rechnungen mit Frank. Müsst ihr raus. Aber Sie sahen ja selbst, Benedetti, weggehen. Wollen wir uns nicht lieber vertragen, Herr? Großartig, Moltke. Glänzend erdacht. Kann er an der Ostsee. Wenn wir nur wüssten, ob wir es allein machen. Krieg in Dänemark. Der König hat zugestimmt. Endlich. Wer ist reich? Ich habe dem Habsburger zugesetzt. In 2 Wochen schlägt er los. Bravo. Kiel mit Kriegshafen. Rheinsburg eine Festung. Nicht zu laut. Sonst gehen uns die Österreicher noch vorher um. Dann wäre allerdings etwas zu früh. Dort bleiben können sie sowieso nicht. Vielleicht gibt es deswegen noch einen Krieg. Vielleicht? Während Ihr dänischer Plan ausgeführt wird, Moltke, machen Sie am besten gleich einen neuen. Ich bin schon dabei. Da sieht man unsere Berliner. Wenn die einen Militärmarsch hören, zuziehen, doch den Knochen. Trotz aller Landtagsablehnungen. Wir werden erst richtig aufwachen, wenn unsere Truppen siegreiche Berlin einziehen. Wollen Sie die Moltkes Plan mal anhören, Bismarck? Da können Sie was lernen. Davon bin ich überzeugt. Würden Sie noch einmal kurz erklären, Moltke? Die Versammlung eines preußischen Heeres bei Hamburg und Lübeck habe ich bereits früher als Übungsarbeit für Eisenbahntransporte im Generalstab verarbeiten lassen. Das eigentliche Kampfobjekt bleibt, da unsere Marine eine Landung in Kopenhagen selbst nicht ermöglicht, das dänische Landheer auf Jütland. Dänemark wird geschützt durch das vor Schleswig zwischen der Schlei und den Tränensümpfen gelegene Danewerk, das für uneinnehmbar gilt. Man müsste es östlich umgehen und dem dahinter versammelten Heer den Rückzug abschneiden. Gelingt es der dänischen Armee, sich der Einschließung zu entziehen, so wird die preußische Ostarmee in Angeln eindringen, während die Hauptmacht bei Schleswig festgehalten wird, um diese schließlich von den Häfen der Ostsee abzudrängen und vor der Westküste zu vernichten. Gelingt es der dänischen Armee, sich rechtzeitig in die Festung Düppel zurückzuziehen, so sind die Chancen zu sprengen und zu nehmen. Gelingt ihnen der Übergang nach Alsen, so ist die Insel zu besetzen und der Feind hier endgültig zu vernichten.
Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen allen zu danken. In meinem eigenen königlichen Namen, aber auch besonders im Namen des Vaterlandes. Sie haben dem preußischen Staate wieder Weltgeltung verschafft. Und Sie haben den Ruhm seines Heeres durch Ihre und des ganzen Volkes Heldentaten vermehrt. Nun danket alle Gott. Sie, mein lieber General von Moltke, haben den Plan für diesen Feldzug entworfen. Ich danke Ihnen. Eine besondere herzliche Freude für mich, dass du, mein lieber Friedrich Karl, als Spross unseres Hauses so viel Umsicht und Tapferkeit gezeigt hast. Du hast dich unserer Ahnen als würdig erwiesen. Ich möchte nicht in seine Haut stecken. Hätte sie anders haben können. Na, mein lieber Graf von Wrangel, sind Sie nur zufrieden, dass Sie ordentlich an draufgehen können? Mit Verlaub, Euer Majestät, wir hätten weiter marschieren sollen. So hätten wir, aber wir durften nicht. Fragen Sie nur den da. Dafür hat Herr General Feldmarschall auch dem Schierer Diplomaten, die seine Kriegsfortschritte stören, an den Galgen wünscht. Mein lieber General von Rohn, haben zwar nicht mitgefochten, aber Sie haben uns dieses Heer aufgebaut. Haben ihm seine überlegene Waffe gegeben, das Zündnadelgewehr. Danke Ihnen. Kannst du mich denn das nicht vergessen, mein Sohn? Wie kann ich etwas vergessen, was ich erlebt habe? Aber vor jedem vielleicht nicht. Das gerne, Vater Wrangel. Und von ganzem Herzen. Es ist mir als König eine große Freude und Beruhigung, dass ich Ihnen und dem ganzen Volke sagen darf, Sie haben alle Ihre Pflicht erfüllt. Mein Staat besteht, solange dieses harte Wort in uns noch lebt. Und er zerfällt, wenn der Einzelne nach anderen, bequemeren, vielleicht scheinbar für die Freiheit seiner Person ergiebigeren Stützen sucht. Gott hat uns Sieg verliehen. Gehen wir morgen wieder an den Alltag unserer Pflicht. Die Pflicht heißt Verhandlung mit Österreich über die eroberten Gebiete. Aber in Gasteien. Diese verzwickte schleswig-holsteinische Sache beschäftigt mich Tag und Nacht. Ich sehe nicht ein, warum wir uns nicht einigen sollten. Na eben. Die Ostsee liegt uns doch so fern. Was wollen wir in Kiel oder in der Festung Rendsburg? Die Festung Glatz könnten wir schon eher brauchen. Glaube nicht, dass ich altpreußisches Gebiet zum Tauschen hergeben könnte. Ja, willst du denn Schleswig-Holstein teilen? Wer bekommt dann Lauenburg? Am besten wäre Schleswig-Holstein bekäme seinen eigenen Fürsten. Noch einen mehreren Bundestag? Ja, wollen Sie Schleswig und Holstein teilen? Wer bekommt dann Lauenburg? Auf dieser Basis werden wir uns schon einigen. Meine Herren, ich ziehe mich zurück. Kommen Sie gar. Einzige Möglichkeit, wir müssen teilen. Das ist keine Lösung für die Dauer. Da oben bleibt ewige Unruhe. Aber ich will keinen neuen Krieg. Eine Teilung ist keine endgültige Lösung. Majestät, irgendwann muss ein Krieg mit Preußen unsere Vorherrschaft in Deutschland demonstrieren. Jetzt heißt es Zeitgewinn für die Vorbereitung. Einmal muss die Entscheidung fallen. Je eher, desto besser für uns. Aber ich will es so lange wie möglich vermeiden. Teilen wir jetzt. Der Welt gegenüber sind wir einig und gleichberechtigt. Wenn Preußen uns angreifen, soll Italien neutral bleiben. Dafür wird Napoleon sorgen. Ja, aber nicht umsonst. Wenn wir Schlesien kriegen, gebe ich ihm Venedig. Die Politik ist ein Geschäft. Dass ich mich doch einmal breitschlagen lassen würde, Karten zu spielen, das konnte wirklich nur Sie zustande bringen, Graf Blume. Das wundert mich aber, Exzellenz. In diplomatischen Kreisen wird doch gerne gespielt. Und letztes Mal habe ich mit der Kaiserin von Frankreich gespielt, im Jahr 62. Tja, es ist ja leidenschaftlich Kernspiel. Das Metternich hat schon 1000 an Sie verloren, schreibt er. Man scheint sich ja die Richtung gewonnen zu haben. Allerdings ja, Sie sitzen ganze Nächte zusammen, schreibt er. Ach. So ist es Blume also wieder einmal gelungen, einen Partner zu finden.
Blommel behauptet nämlich, er lernt die Menschen beim Kartenspiel kennen. Ob ihm das diesmal gelingen wird? Jetzt sind wir doch wahrhaftig den letzten 100 aus. Ja, Sie haben halt frisch, mein Lieber. Aber Sie spielen auch ein bisschen leichtsinnig. Das haben ja schon viele gesagt. Wie ist es nur mit Lauenburg? Liegt Ihnen da sehr viel dran? Grenzt an Preußen. Deshalb hätten wir es gern. Soll ja sehr vernachlässigt sein, wie ich höre. Ach so, richtig. Die stammen ja aus Holstein. Man müsste eben Geld hineinstecken, um es wieder hochzubringen. Na, dann haben wir schon genug Ausgaben mit Venetien. Wenn Sie Geld brauchen, wollen Sie uns Lauenburg nicht verkaufen? Das wäre eine gute Idee. Eine gute Idee wäre das. Also ich denke mal, lieber Herr von Bismarck, ich gebe Ihnen gerne Revanche. Nee, nee, danke, danke, danke. Aber das mit Lauenburg, das wäre... Aber sehen, was ich mache. Ich bin sehr froh über diesen heutigen Tag. Möchte unsere Freundschaft von langer Dauer sein. Für mich ist es ein doppelter Freudentag. Zum ersten Mal während meiner Regierung habe ich mein Land vermehrt. Na und? Wie fühlst du dich? Ich will nicht stolz sein, aber Freude macht es doch. Majestät. Sie, mein lieber Bismarck, sollen an meiner Freude Ihren Anteil haben. Zum Andenken an den heutigen Tag erhebe ich Sie in den Grafenstand. Es freut mich, Ihnen als Erster gratulieren zu dürfen, Graf Bismarck. Es müssen Sie dazu Ihren Namen noch einen Grafen dazu schreiben. Mädel, bist du toll. Dass du mich mit nach Frankreich nimmst und sogar nach Biarritz. Und das habe ich mir doch schon immer gewünscht. Du hast doch nur dabei an mich gedacht, nicht? Ja, natürlich nur an dich. Nur für die frisch gebackene Comtesse Marie von Bismarck Schönhausen fahren Mama und ich an den Atlantischen Ozean. Och, Papa. Weißt, dass du es natürlich nur für Mama tust, weil sie so elend ist. Na, siehst du. Nur lauf, Liebling. Buch, komm. Lauf, lauf. Pässe und Vignetten besorgt. Hier eine Depesche. Der Kaiser Napoleon hat Sie eingeladen, in Biarritz bei ihm zu wohnen. Man hat ein schlechtes Gewissen. Verdammt. Wieso? Brauchen wir denn Frankreich? Brauchen? Wenn Frankreich mit Österreich zusammengeht, sind wir verloren. Wir brauchen es wie die Luft zum Leben. Preußen hat mich enttäuscht. Warum soll es Sie nicht offen aussprechen, Fürst Metternich? Mais l'ambassadeur d'Autriche nous fait des propositions énormes. Sprich Deutsch, mein Engel. Hier ist jeder Diener ein Amateurpolitiker. Sire, werden Sie Österreichs Verbündeter? Das jüngste Kaiserhaus Europas, verbunden mit dem ältesten, welch ein Gedanke. Das war eine Sensation für toute l'Europe. Du nimmst dir von Preußen der Rhein, Österreich nimmt sich Schleswig. Schlesien. Schlesien, aber bon, c'est tout à fait la même chose. Und Österreich gibt uns Venedig. Ja, da muss ich ja mit Preußen um das Rheinland kämpfen. Ich bin kein General. Was soll das kleine Preußen gegen uns beide machen, Sire? Nur naturellement, du nimmst doch einfach der Rhein, voilà. Vielleicht. Aber erst muss ich hören, was Bismarck bietet. Sie verstehen das, Metternich. Wir sehen uns ja heute Abend. Hat mich enttäuscht, Graf Bismarck. Warum verbünden Sie sich mit Österreich, anstatt mit dem Krieg anzufangen? Siehe, das sind Umwege. Ich weiß es. Kaiser Franz Josef macht mir bereits verlockende Angebote. Warum soll ich sie nicht annehmen? Moi-même qui a cherché ces danseuses dans tout le monde. Et vous-même, madame, vous pourriez être la prima ballerina de la troupe. Merci, mon ami. Ich kann auf Ihre Entscheidung nicht warten, Graf Bismarck. Ganz Frankreich zittert bei dem Gedanken an ein einiges Deutschland. Sire, mein König will kein Bruderblut vergießen. Also Sie raten mir selbst, mit Österreich zu paktieren. Ich rate Ihnen, Majestät, neutral zu bleiben. Aber der Kaiser versucht sich, um jeden Preis mit mir zu verständigen. Das versucht auch Preußen. Gut. Was bieten Sie mir?
Wenn Eure Majestät mit dem Kaiser Franz Josef gehen, um etwas zu gewinnen, was ihm nicht gehört, so werden Sie mit uns darum kämpfen müssen. Mein König ist tapfer, seine Soldaten sind es auch. Ein Krieg ist immer ein Risiko. Aber ich bitte Sie, Frankreich, das reichste Land Europas, verbündet mit Österreich, der größten Militärmacht Europas. Wie schade. Majestät hat einmal die Güte, sich mir gegenüber als ein Geschäftsmann auf dem Thron zu bezeichnen. Ein Sieg über uns könnte Frankreich mehr kosten, als es zu zahlen bereit ist. Möglich. Bestimmt, aber würde Preußen dabei von der Landkarte verschwinden. Wenn das Ihre Absicht ist, warum gehen Sie nicht mit Österreich zusammen? Das ist keineswegs mein Ziel, Graf Bismarck. Sonst würde ich nicht hier mit Ihnen sitzen. Meine Absicht ist die Erhaltung des deutschen Gleichgewichts zwischen Österreich und Preußen. Aber Preußen den Vorteil davon hat, wäre es doch nur gerecht, wenn auch Frankreich einen kleinen Vorteil davon hätte. Und welchen Ziel? Eine kleine Berichtigung unserer Grenze am Rhein. Sire, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie gerade mir diese Eröffnung machen. Erstens, weil es ein Beweis Ihres Vertrauens ist. Und zweitens aber, weil ich der einzige deutsche Diplomat bin, der es wagen kann, diesen Ihren Wunsch seinem Herrscher zu verschweigen. Aber keine Ausflüchte, Graf Bismarck. Sie führen die Politik Preußens. Das weiß ganz Europa. Also? Sire, solange wir an allen Grenzen bedroht sind, können wir es nicht wagen, etwas zu verschenken. Aber wenn der Krieg ausbricht und Frankreich bleibt wirklich neutral, kann ich daran denken, diese Ihre Wünsche meinem König zur Entscheidung vorzulegen. Dann denken Sie bitte rechtzeitig daran, Graf Bismarck. Und wenn Ihr König klug ist, wird sich vielleicht alles so arrangieren, wie Sie es hoffen. Die Kaiserin ist allein. Kommen Sie. La Comtesse est la plus charmante. Elles sont les Allemandes les plus délicieuses que j'ai jamais vues. On dirait des Parisiennes. Mes compliments, Comte. La Comtesse est adorable. Et la petite Marie est tellement jolie. Vous êtes trop aimable, Majesté. Otto, willst du nicht mit mir tanzen? Mais naturellement, danser, danser. Comme ambassadeur, il a dansé des nuits entières. Wie ist Otto, was ist denn? Bist du krank? Sieht man es mir an? Ich sehe es, die anderen nicht. Politik. Ich gehe auf mein Zimmer. Ich kann das hier nicht sehen. Ich begleite. Sie sprechen wunderbar Deutsch, Majesté. So gut wie Sie Französisch, Comtesse. Mit wem sprechen Sie zu Hause? Mit Benedetti? Ja, oft. Er will Deutsch mit mir sprechen und sagt, Fräulein sagt, seid ihr schon braucht? Na, und der österreichische Gesandte? Kommt der auch oft? Nein, nicht so oft. Er will Preußisch reden und sagt, sans fisch, Comtesse. Tanzen Sie einen Dialog mit mir. Das verstehst du nicht, das ist Argot. Na, was sagt Ihr Vater dazu? Diese Politik, Hasse. Was hast du denn mit dem Kaiser besprochen? Dass er neutral bleibt. Wenn Österreich losschlägt. Das ist doch gut. Oder... Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es keinem Menschen sagen. Nicht einmal dem König.
dieser Hund! Otto! Fluch ihm, ich verachte ihn! Fluch! Der Teufel soll ihn holen! Der Teufel! Der Teufel ist mein Mann! Der Teufel! Er tut ja wie sein Land! Verzeih ihn doch, lieber Gott! Verzeih ihn doch! Otto! Arme Nanne! Wie recht du hast! Wie schön war es auf unserem Gut. Wie sorglos. Wie glücklich waren wir da. Und jetzt? Hol mal so, geht schlafen. Ich muss allein mit mir fertig werden. Geh. Ich werde die Ereignisse an mich herankommen lassen und mich dann entscheiden. Euer Majestät wird sich für Österreich entscheiden. Daran zweifle ich nicht. Wir werden Preußen verschlucken. Machen Sie schnell. Ganz Europa wartet auf die Entscheidung. Mon ami. Au revoir, Paul. See you. Frank. Madame. Ich habe sie alle auf dem Leim. Es wird ein langer, schwerer Krieg zwischen den beiden. Wenn sie alle nicht mehr können, dann komme ich. Und nehme mir von Preußen und Deutschland, was ich will. Madame. Vier Jahre lang sehen wir eine Politik mit an, die ein Verrat an der deutschen Sache ist. Die Annexion Schleswigs und der Kauf Lauenburgs um 2,5 Millionen Silberlinge sind Rechtsbrüche, die wir nicht anerkennen. Der Ministerpräsident ist mit Russland im Bunde und die edle polnische Nation wird unterdrückt. Er ist der Freund und gelehrige Schüler Napoleons, um durch ihn ganz Deutschland zu unterdrücken. Ich frage den Herrn Ministerpräsidenten, was hat er dem Kaiser Napoleon für seine Freundschaft versprochen? Die Rheingrenze vielleicht? Meine Herren, ich wiederhole, in 4 Jahren, zum 4. Mal, diesem Ministerium keinen Groschen. Der Herr Ministerpräsident hat das Wort. Meine Herren, ich zahle demjenigen 1.000 Taler bar, der mir nachweisen kann, dass mir derart die Angebote von Kaiser Napoleon gemacht worden sind. Die Regierung verzichtet auf den Versuch, die Ansicht der sogenannten Volksvertretung zu ändern. Ich stelle die Vertrauensfrage und bitte um sofortige Abstimmung. Ich bitte diejenigen Herren Abgeordneten, welche der Regierung ihr Vertrauen aussprechen, sich von ihren Sitzen zu erheben. Danke Ihnen. Der Herr Ministerpräsident hat das Wort. Meine Herren, die Regierung hat keine Zeit zu verschenken. Da ich sehe, dass angesichts einer großen nationalen Frage diese Versammlung, die in Europa für die Konzentration der Intelligenz und des Patriotismus in Preußen gilt, zu keiner anderen Haltung als zu der einer impotenten Kritik gelangen kann, erkläre ich den Landtag für aufgelöst. Ich weiß keine Städte, wo das allgemeine Nationalgefühl und die Liebe zum Vaterlande den Ausschreitungen der Parteileidenschaft so geringe Hindernisse bereiten wie hier. In 2 Monaten finden Neuwahlen statt. Dann sieht die Welt vermutlich anders aus. Werden wir siegen, Benedek? Die preußische Armee ist stärker, als man glaubt, Majestät. Aber Frankreich bleibt neutral. Und die deutschen Staaten sind auf unserer Seite. Werden wir siegen, Moltke? Sie kennen die politischen Voraussetzungen. Wir laufen sie über, dass sie die Beine zum Himmel kehren. Sonst verschwindet Preußen von der Landkarte. Ist denn diesmal Ihr Plan? Wir werden die Österreicher noch in Böhmen vernichten. Getrennchen marschieren, uns auf dem Schlachtfeld sie umfassend vereinigen. Es kann nicht gut gehen. Österreich, das Riesenheer und ganz Deutschland und der Hader im Lande. Wenn du eine Schlacht verlierst, haben wir hier eine Revolution. Ich fange nicht an, aber wenn sie uns angreifen... Ja, aber wer hat denn schon längst angefangen? Dein Bismarck. Alle hassen dich jetzt. Sie werden dir noch die Krone nehmen. Schick ihn doch weg. Jetzt ist es noch Zeit. Dann ist alles gut, dann haben wir Frieden. Und ganz Europa lacht über uns. Aber das ist doch immer noch besser als im Jammer und Elend. Verflucht von der ganzen Welt. Ich bitte dich, ich flehe dich an. Aber liebes Kind, weine doch nicht. Du weißt, ich kann das nicht sehen. Ich kann doch nicht wie ein Kaufmann von einem Geschäft zurücktreten. Ich bin ein König. Du eine Königin. Büro, was melden mich bei seiner Majestät? Es ist sehr dringend.
zusammen. Der Adjutant kommt. Seine Exzellenz, der Herr Ministerpräsident, in dringender Angelegenheit. Bitte. Ich gehe hinauf. Denke an das, was ich dir gesagt habe. Ich melde mich oben, damit du nicht nachgibst. Ich will Ihrer Majestät den Entwurf für die neue Bundesverfassung zu unterzeichnen. Österreich hat in Holstein Unruhen gegen Preußen organisiert. Wir verlangen also den Ausschluss Österreichs aus dem Bund und die Einberufung eines von allen Deutschen in geheimer Wahl gewählten Reichstags, der die neue Verfassung beraten soll. Das ist der Krieg. Wenn der Bund ablehnt? Ja, Majestät. Der Bund lehnt ab. Er nimmt Ihren Antrag nicht ernst. Das ist der Fehler meiner Gegner seit 18 Jahren. Sie nehmen mich nicht ernst. Wenn der Krieg ausbricht, dann werden Sie mich ernst nehmen. Eine Hoffnung auf Frieden habe ich noch. Ihr Wahlvorschlag ist liberaler und revolutionärer als alle Programme der liberalen Revolutionäre zusammen. Wenn Sie vernünftig sind, nehmen Sie an. Die Hoffnung auf Vernunft ist sehr gering, Majestät. Wohl die Handwerker oben. Ich weiß, Majestät. Werden wir siegen, Bismarck? Ja, Majestät. Mit Gottes Hilfe. Und mit dem Zündnadelgewehr. Wir sind am Ziel, kommen Sie. In 2 Tagen wird unser Antrag dem Bund vorgelegt. In 3 Tagen wird der Krieg erklärt. Diesmal geht es ums Ganze. Nun, gibt es Krieg? Wahrscheinlich. Es steht in Gottes Hand. In Gottes Hand? In Bismarcks Hand? Bismarck ist dieser Teufel. Alles nur dieses Mannes wegen. Endlich am Ziel, rund 18 Jahre gewartet, tauben Ohren gepredigt, mit ihnen das Heer geschafft. Jetzt werden wir endlich eine vernünftige Ordnung in Deutschland mit Gewalt durchsetzen. Man möchte wieder jung werden. Ich gehe zum Moltke. Machen Sie es gut. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. So ein Sprüchlöcher drüben! So einer Lunge! Pistole her! Sind Sie verletzt, Exzellenz? Werden wir ihn wieder ohne den Vater essen müssen. Lauf hin und ruf Herbert, ja? Mittagspause, Wilhelm. Ach, gerade jetzt? Das große Krähenauge hat in den Tapper gefangen für den Skalpieren. Kann er doch auch nach dem Essen. Oh. Komm. Was ist los? Was haben Sie? Ich glaube, ich bin ein toter Mann, Kolle. Ich habe die Kugel auf der Rippe gespielt. Dann herrscht mit dem Blattschussrand auch noch 100 Meter. Wer tot umfällt. Hat jemand auf Sie geschossen? Unglaublich. Nur ein roter Fleck. Wie von einem Schlag. Die Rippe muss gefedert haben oder sowas. Oder es hat sich vielleicht in der Pistole ein Luftpolster gebildet, weil sie so fest auf den Mantel gedrückt hat. Gott, ich nehme. Ich sage es bloß meiner Frau. Ich habe schon meine ganze Arbeit verloren. Die Österreicher in Berlin, die Franzosen am Rhein und der König am Galgen. Es war furchtbar. Der Vater. Ach, da kommt er ja. Na, noch nicht angefangen? Der Vater. Ja, nein, nein. Der Vater. So. Ja. Also. Ich bin direkt verlegen. Ich weiß gar nicht, wie man sowas erzählt. Also bekommt mal alle keinen Schreck. Gerade hat einer auf mich geschossen. Ist ja toll. Da ist Nanne. Jetzt sitzt er noch ganz heil auf meinem Platz und lassen wir springen. Richtig geschossen? Richtig geschossen. 2 Kugeln müssen noch in meine Mantel stecken. Wo willst du denn hin? Na, zum Mantel. Otto. Wer? Kohn Blind. Ein englischer Jude. Ich habe den Kerl aber gepackt. Der Leutnant von Bielow hat ihn gleich mitgenommen. Seine Majestät der König, Exzellenz. Bestell nur gleich den Kaffee. Und du siehst wieder, Nanne, die göttliche Vorsehung. Hm? Oder Unkraut vergeht nicht. Hier sind sie, im Futter haben sie gesteckt. Mensch, so klein sind die? Wenn ich noch einen Beweis gebraucht hätte, dass Gott mit ihnen ist, dann hätte ich ihn jetzt. Ich gebe Ihnen alle Vollmachten, mein lieber Graf. Erklären Sie Österreich den Krieg
wann Sie den Zeitpunkt für günstig halten. Was meinen Sie, Bismarck? Kann man meinem Sohn den Befehl über eine Armee anvertrauen? Warum nicht, Majestät? Der Kronprinz ist immer ein tüchtiger Truppenführer gewesen. Glauben Sie, man kann ihm die schlesische Armee geben? Die hat den längsten Weg. Von ihrem rechtzeitigen Eintreffen auf dem Schlachtfeld wird der Sieg abhängen. Majestät, wenn ein gewöhnlicher General zu spät kommt, verliert er nur sein Kommando. Der Kronprinz aber seinen Thron und sein Land. Er wird rechtzeitig eintreffen. Eintreffen. Es ist nach eins. Die Wege sind aufgeweicht, Majestät. Sie müssen Geduld haben. Hat doch die ganze Nacht geregnet. Befehle zum Angriff sind viel zu früh gegeben worden. Halt! Also ganz seiner Königin Hoheit bricht die Schwierigkeit. Nachricht zu seiner Majestät persönlich. Bitte. Bitte, Kurier. China, Auerstedt. Wir sitzen in der Tinte. Hallo, seiner Königin Hoheit, das Prinz Friedrich Karl. Die Division, die Dame von Franzensky, fast verblutet, Majestät. Seine Königin Hoheit, er bittet dringend Befehl zum Sturm. Es ist die einzige direkte Möglichkeit, die Lage der Menschen zu verbessern. Danke! Haben Sie gehört? Jawohl, Majestät. Und Ihr Befehl? Ein Sturm entspricht nicht den Absichten des Oberkommandos. Bis zum Eintreffen der Zweiten Armee ist nur ein Festhalten der Front befohlen. Schlacht verloren, sage ich. Also ein Rückzug befehlt. König Kretz, das Grab der Preußen. Ausgesucht, Majestät. Er scheint seiner Sache sehr sicher zu sein. Hände! Artillerie Benedix! Lass die Schläge genau auseinanderhalten! Habe ich auch meine Erfahrung! Welche Befehle, General von Moltke, haben Sie für den Rückzug vorgesehen? Hier wird nicht zurückgegangen. Hier geht es um Preußen. Schöner Gedanke! Österreichische Armee einkreisen auf dem Papier! Paar Stunden Aufenthalt! Das hat die Ich möchte Euer Majestät als Erster gratulieren. Majestät haben eine Schlacht gewonnen, vielleicht sogar einen Sieg. Die Armee seiner königlichen Hoheit des Kronprinzen greift soeben ein, damit ist die Schlacht entschieden. Der unvergleichliche Todesmut der Grenadiere hat uns, meine Herren, diesen überwältigenden Sieg ermöglicht. Ihnen gilt mein ewiger Dank. Und nun zu neuen Taten. Wir werden uns dem Feinde in den Nacken setzen. Punkt 1. Österreich hat uns einen Waffenstillstand angeboten. Kann ich ihm nicht verdenken. Wie denkt das Oberkommando darüber? Wir werden der kaiserlichen Armee den Rückzug nach Ungarn abschneiden, sie vor den Toren Wiens vernichten und Wien besetzen. Sehr gut. Ich möchte. Das österreichische Waffenstillstandsangebot muss abgewiesen werden. Der Meinung bin ich auch, meine Herren. Und darum Moltke Ihre Dispositionen für den nächsten Tag. Majestät. Ich bitte, die Waffenruhe anzunehmen und als Vorbereitung für sofortige Friedensverhandlungen zu bedachten. Es gilt, die Befriedung ganz Deutschlands zu sichern. Ich denke gar nicht daran, dass Sie sich ja meine Soldaten um den Sieg betrügen. Aber die Frage unserer Vorherrschaft in Deutschland ist entschieden und wird von Europa anerkannt. Demütig Preußen, Österreich, so mischt sich Frankreich ein. Und Österreich und ganz Deutschland haben nur den einen Gedanken, Rache an Preußen. Dann schlagen wir sie zu Boden.
Ich will nicht wieder durch die Diplomatie verlieren, was das Schwert gewonnen hat. Früher sprachen Sie anders, Graf Bismarck. Blut und Eisen. Majestät, ich bitte um Annahme des österreichischen Angebots. Wir haben den Herrn Ministerpräsidenten gehört. Wer seiner Ansicht ist, bitte die Hand zu heben. Ich trete der militärischen Mehrheit bei. Majestät, ich... Sie wollen gehen, Graf Bismarck? Bitte? Wir haben jetzt nur noch militärische Fragen zu besprechen. Bitte kommen Sie morgen früh zum Vortrag wieder. Man sollte diese Diplomaten im Kriege zu Hause lassen. Immerhin ist es sein Krieg. Er hat ihn gemacht. Aber jetzt ist es unser Krieg. Die Befehle, Moltke. Verloren, Bucher. Sie wollen nicht aufhören zu siegen. Und dann wird Napoleon eingreifen. Glauben Sie das wirklich? Das ist mir persönlich angedroht. Das wäre ja furchtbar. Ja, ja. Wenn er das tut, ehe Deutschland einig ist, dann ist alles verloren. Sie sehen jetzt sicher zu schwarz, Exzellenz. Seit 3 Tagen haben Sie kaum geschlafen. Morgen werden Sie eine Lösung finden. Legen Sie sich nieder. Ich bitte Sie darum. Schlafen? Tja, wer es könnte. Schlafen und vergessen. Ach, boah. Ja, sehr. Das Rheinland, sehr. Halt! Wer da? Hände hoch! Wer ist da? Wer sind Sie? Benedetti, Exzellenz, pardon. Aber die Fettwache ließ mich nicht durch. Ich konnte nicht anders zu Ihnen gelangen. Sie haben Mut. Alle Achtung. Stell das Licht hin, lass uns allein. Sie wünschen? L'Empereur de France, mein Kaiser, sendet Ihnen, Herr Graf, die freundlichsten Grüße. Erinnert an die Besprechung von Biarritz, das linke Rheinufer. Sie bekommen nicht einen Quadratmeter. Keinen Fußbreit deutschen Boden, sagt Frankreich. Aber Sie haben dem Kaiser versprochen. Der Kaiser hat Italien zum Frieden gezwungen, damit Österreich neue Truppen gegen uns einsetzen kann. Wer musste das tun? Ganz Frankreich ruft Rache für Sadova. Geht Frankreich Sadova an? Was gegen Frankreich die innerdeutschen Vorgänger an? Wir verbieten uns jede Einmischung. Dann wird Frankreich an den Rhein marschieren mit deinem ganzen Heer. Dann werde ich mit Österreich zu jeder Bedingung Frieden machen und mich mit meinem ganzen kriegsgeübten Heer auf Frankreich stürzen. Und glauben Sie mir, bei diesem Krieg ist Deutschland auf meiner Seite. Sagen Sie Ihrem Kaiser, wenn er Krieg haben will, so soll er ihn bekommen. Aber nicht am Rhein, sondern in Frankreich. Und seinen Thron legen wir weg. Aber Sie haben dem Kaiser die Rheinlande versprochen, Graf Bismarck. Ich habe ihm versprochen, daran zu denken. Und ich habe oft genug daran gedacht. Sie haben uns überlistet, Graf Bismarck. Ich habe Sie nur vor einem Irrtum bewahrt. Vor dem Irrtum, dass die deutsche Nation jemals Frankreich einen Raub deutschen Bodens gestatten würde. Die Zeiten sind vorbei. Das wird die Zukunft lehren, Graf Bismarck. Wir sind darauf gefasst. Exzellenz? Exzellenz. Ich verlange Böhmen, Hannover, Sachsen, ein Stück von Bayern und werde den Frieden in Wien diktieren. Wir sollen es büßen, was Sie Preußen jahrzehntelang angetan haben. Da habe ich Ihre Strafe verdient. Wir haben nicht recht dazu, sein Majestät, sondern deutsche Politik zu treiben. Nur ein gerechter Friede ist auch ein dauerhafter Friede. Österreichs Rivalitätskampf gegen uns ist nicht strafbarer als der unsere gegen Österreich. Unsere Aufgabe ist die Herstellung der deutschen Einheit. Unter Führung des Königs von Preußen. Wir liegen nicht an der deutschen Einheit. Es gehen mich die deutschen Staaten an, die mich mein ganzes Leben lang gequält und verraten haben. Aber nicht das Volk, Majestät. Im Pakt von Babelsberg haben Sie geschworen, mein Diener zu sein, der Diener des Königs. Wenn Eure Majestät an meiner Ergebenheit zweifeln, bitte ich darum, mich als Major in meinem Regiment kämpfen zu lassen. Und meinem Nachfolger die weiteren Verhandlungen zu übertragen. Sie lassen mich vor dem Feinde im Stich? Nicht als Offizier, Majestät. Graf Bismarck, ich werde Sie, lass mich fort. Sie sind Beurlaubt, bis die militärischen Ereignisse abgeschlossen sind.
Graf Bismarck. Johann. Ich habe Ihnen sehr viel Unrecht getan. Ich glaube, dass ich Sie erst heute zu verstehen beginne. Sie wissen, dass ich gegen den Krieg gewesen bin. Sie haben ihn für notwendig gehalten und tragen die Verantwortung dafür. Wenn Sie nun glauben, dass der Zweck erreicht ist und jetzt Frieden geschlossen werden muss, so bin ich bereit, Ihnen beizustehen und Ihre Meinung bei meinem Vater zu vertreten. Johann. Mein Vater befindet sich in einem Siegesrausch. Es wird schwer sein, ihn daraus zu erwecken. Aber ich würde es versuchen. Was macht ihr denn da? Der Ober hat fahren, wenn gebracht, Herr Major. Seine Majestät lässt bitten. Sie haben es fertiggebracht, sich mit meinem Sohn zu verständigen und ihn zu überzeugen. Sie haben mir damit einen meiner größten Wünsche erfüllt. Ich verstehe Sie noch nicht ganz, Bismarck. Aber Sie haben mich immer das Recht hier tun lassen. Und ich vertraue darauf, dass es auch diesmal so sein wird. Hören Sie die Glocken? Es sollten Siegesglocken sein. Jetzt werden Friedensglocken daraus. Schließen Sie Frieden, Bismarck. Dieser Entschluss, Majestät, bringt Ihnen mehr ein als den Frieden. Er legt das Fundament für die deutsche Einheit. Nie wieder werden Deutsche gegeneinander das Schwert ziehen. Und es wird der Tag kommen, an dem sich unsere Stämme gemeinsam erheben, das Deutsche Reich gegen seine Feinde zu verteidigen. Arbeit verloren. Die Österreicher in Berlin, die Franzosen am Rhein und der König am Galgen. Es war furchtbar. Der Vater. Ach, da kommt er ja. Na, noch nicht angefangen? Der Vater. Nein, nein, nein. Der Vater. So. Ja. Also. Ich bin direkt verlegen. Was kann ich mir über sowas erzählen? Also bekommen wir alle keinen Schreck. Gerade hat einer auf mich geschossen. Ist ja toll. Da ist Nanne. Jetzt sitzt er noch ganz heil auf meinem Platz. Nicht der König bricht die Verfassung, sondern Sie, meine Herren. Sie haben es bereits getan. Die Verfassung bestimmt, dass die Gesetze in Übereinstimmung zwischen dem König und dem Landtag erlassen werden müssen. Diese Übereinstimmung machen Sie durch Ihre doktrinäre Haltung unmöglich. Dadurch ist die Verfassung außer Kraft gesetzt. Die Staatsmaschine muss aber weiterlaufen. Die Eisenbahn müssen fahren. Die Post muss die Briefe besorgen. Die Beamten müssen ihre Gehälter beziehen. Ja, und Sie, meine Herren, Ihre Diäten. Wer soll nun die Sorge dafür übernehmen?
Etwa Sie, meine Herren? Nein. Selbstverständlich die Regierung des Königs, der allein die Verantwortung, das Recht und die Macht dazu hat. Der Abgeordnete Virchow hat das Wort. Meine Herren, Mutwillen und das Volk zu unterdrücken, nicht für Preußen. Was wir drohen sagen, Moltke und die Armee, sie werden sagen, der König hat unser Werk verraten, sich in Frankfurt feiern zu lassen, Ehrenjungfrauen und Böller und Flaggen zu genießen, wird das Lob geholt in der Zeitung. Aber dann bitte ich Eure Majestät allein zu fahren. Ich fahre nicht mit. Eure Majestät müssen sich einen Minister suchen, der künftig seine Weisungen von Habsburg empfängt. Denken Sie an Preußen, Majestät. Denken Sie an Ihre Ahnen. An Ihre Pflicht. Majestät, Majestät! Um Gottes Willen, Majestät! Soll ich den Arzt holen? Ja, Majestät. Lassen Sie. Später. Sagen Sie Frankfurt ab. Danke Ihnen. Was macht ihr denn da? Ja, Oberst, fahren, wenn ihr braucht, Herr Major. Seine Majestät lässt bitten. Sie haben es fertiggebracht, sich mit meinem Sohn zu verständigen und ihn zu überzeugen. Sie haben mir damit einen meiner größten Wünsche erfüllt. Ich verstehe Sie noch nicht ganz, Bismarck, aber Sie haben mich immer das Recht hier tun lassen. Und ich vertraue darauf, dass es auch diesmal so sein wird. Hören Sie die Glocken? Es sollten Siegesglocken sein. Jetzt werden... Die schleswig-holsteinische Sache beschäftigt mich Tag und Nacht. Ich sehe nicht ein, warum wir uns nicht einigen sollten. Na eben. Die Ostsee liegt uns doch so fern. Was wollen wir in Kiel oder in der Festung Rendsburg? Die Festung Platz könnten wir schon eher brauchen. Ich glaube nicht, dass ich altpreußisches Gebiet zum Tauschen hergeben könnte. Ja, wir sollen Schleswig-Holstein teilen. Wer bekommt dann Lauenburg? Am besten wäre es, Schleswig-Holstein bekäme seinen eigenen Fürsten. Noch einer mehr am Bundestag? Ja, wollen Sie Schleswig und Holstein teilen? Wer bekommt dann Lauenburg? Auf dieser Basis werden wir uns schon einigen. Meine Herren, ich ziehe mich zurück. Kommen Sie gar. Die einzige Möglichkeit, wir müssen teilen. Das ist keine Lösung für die Dauer. Da oben bleibt ewige Unruhe. Aber ich will keinen neuen Krieg. Eine Teilung ist keine endgültige Lösung. Majestät, irgendwann muss ein Krieg mit Preußen unsere Vorherrschaft in Deutschland demonstrieren. Jetzt heißt es Zeitgewinn für uns. Ach so, richtig. Die stammen ja aus Holstein. Man müsste eben Geld hineinstecken, um es wieder hochzubringen. Na, dann haben wir schon genug Ausgaben mit Venetien. Wenn Sie Geld brauchen, wollen Sie uns Lauenburg nicht verkaufen? Das wäre eine gute Idee. Eine gute Idee wäre das. Also ich denke mal, lieber Herr von Bismarck, ich gebe Ihnen gerne Revanche. Nee, danke. Aber das mit Lauenburg, das wäre... Mal sehen, was ich mache. Ich bin sehr froh über diesen heutigen Tag. Möchte unsere Freundschaft von langer Dauer sein. Für mich ist es ein doppelter Freudentag. Zum ersten Mal während meiner Regierung habe ich mein Land vermehrt. Na und? Wie fühlst du dich? Ich will nicht stolz sein, aber Freude macht es doch. Majestät. Sie, mein lieber Bismarck, sollen an meiner Freude Ihren Anteil haben. Zum Andenken an den heutigen Tag erhebe ich Sie in den Grafenstand. Aber wenn Sie uns angreifen? Ja, aber wer hat denn schon längst angefangen? Dein Bismarck! Alle hassen dich jetzt! Sie werden dir noch die Krone nehmen!
Schick ihn doch weg. Jetzt ist es noch Zeit. Dann ist alles gut, dann haben wir Frieden. Und ganz Europa lacht über uns. Aber das ist doch immer noch besser als in Jammer und Elend. Verflucht von der ganzen Welt. Ich bitte dich, ich flehe dich an. Aber liebes Kind, weine doch nicht. Du weißt, ich kann das nicht sehen. Ich kann doch nicht wie ein Kaufmann von einem Geschäft zurücktreten. Ich bin ein König. Du eine Königin. Bitte, was melden mich bei seiner Majestät? Es ist sehr dringend. Nimm dich doch zusammen, der Adjutant kommt. Seine Exzellenz, der Herr Ministerpräsident, in dringender Angelegenheit. Bitte. Ich gehe hinauf. Denke an das, was ich dir gesagt habe. Ich melde mich oben, damit du nicht nachgibst. Ihre Majestät, den Entwurf für die neue Bundesverfassung. Donnerwetter. Sehen Sie sich das an. Das dritte Todesurteil in einer Woche. Zu spät noch, meine Herren. Die ganze Post von gestern und heute ist liegen geblieben. Da müssen wir eben die Nacht zu Hilfe nehmen. Ob es nicht angebracht wäre, Euer Exzellenz, nur noch die wichtigsten Sachen vorzulegen? Mein lieber Gott, ich muss über die Stimmung im Land orientiert bleiben. Das geht aber nun wirklich nicht mehr. Wir werden die Kölnische Zeitung und die Tribüne auf eine Woche verbiegen. Und die ganze Presse uns dann zustellen. Feuerei. Seine königliche Hoheit, der Kronprinz. Bitte sagen Sie meiner Frau, ich komme etwas später zum Essen hinauf. Sie befehlen, Euer Majestät. Ich habe zu dieser Unterredung ja gesagt, obwohl ich eigentlich zu wissen glaube, worum es geht. Ich möchte dich vor einer falschen Grundeinstellung bewahren, lieber Fritz. Es geschieht nichts ohne meine Zustimmung. Auch die neue Presseverordnung des Herrn von Bismarck? Die ganz besonders. Aber mit ihr knebelt man die öffentliche Meinung und täuscht sich über die Stimmung des Volkes hinweg. Glaubst du doch nicht etwa, die Zeitungen sind die Stimme des Volkes? Drahtzieher der Parteibüros, unverantwortlich. Immerhin ist es das, was ins Ausland bringt. Richtig, und auch dort Unruhe stiftet. Gerade deshalb heiße ich die Anordnung gut. Ich habe meine Pflicht getan und dich gewarnt. Eigentlich sollte ich als dein Sohn und als Kronprinz auch dein Vertrauen haben. Du treibst in einem Fahrwasser, Fritz, das dir und dem Lande gefährlich werden kann. Auf deine Frau möchte ich warnen. Wir stehen möglicherweise vor schweren Entscheidungen. In Polen gärt es und Dänemark ist im Begriff, die selbstständigen Herzogtümer Schleswig und Holstein sich einzuverleihen. Wir würden sie dann mit Waffengewalt zurückholen müssen. Ein Krieg? Ich sehe schwere Komplikationen voraus, wenn Herr von Bismarck die Welt weiter mit diesen Methoden pommerschen Junkertums... Und ich, der König, wiederhole, dass Bismarck mein vollstes Vertrauen hat. Nichts überstürzt. Ja, Majestät, aber... Schauen Sie, Majestät, sogar die Zeitungen hat der Bismarck jetzt unter Kontrolle gestellt. Die Preußen sind ganz durcheinander. Wir dürfen den Augenblick nicht verpassen. Wenn ich das wieder gut machen könnte, was Preußen der Kaiserin Maria Theresia angetan hat. Es wäre der glücklichste Tag meines Lebens. Vor allen Dingen heißt es jetzt, die deutsche Kaiserkrone zurückholen. Wir brauchen die deutschen Soldaten. Das Haus Habsburg beherrscht zu wenig Deutsche. Dafür aber umso mehr Tschechen, Polen, Ungarn, Italiener, Russen, Serben, Kroaten, die alle auseinander wollen. Preußen hat rein deutsche Interessen. Es hat sich uns immer widersetzt. Aber jetzt können wir zupacken, weil es uneinig ist. Vor keinen Kriegrichter. Lieber will ich versuchen, die deutschen Fürsten für uns zu gewinnen. Aber bald, Majestät, wenn es zu spät ist. Rufen Sie die Fürsten zusammen. Geben Sie Deutschland eine neue Verfassung. Mit Ihnen an der Spitze als Kaiser und Bundesfeldherr. Das sind große Gedanken, mein lieber Richter. Kaiser von Deutschland. Wenn die deutsche Einheit von den Fürsten ausgeht, dann wird das den Revolutionären das Wasser abgraben. Das muss auch König Wilhelm überzeugen. Seine eigene Familie hat sich schon verzankt mit ihm, wegen dem Bismarck. That may be of greatest interest for the times, to help the Princess Royal. Damn this.
Nicht einmal der Kronprinz ist mit der Politik Bismarcks einverstanden. Wir wollen den Brief der Kronprinzessin auf der ersten Seite veröffentlichen. Das gibt der Sache des Fortschritts neuen Wind in die Segel. Das ist der Gipfel. Jetzt fangen die gekrönten Weiberröcke auch schon an. Das ist ein unwürdiges Gewerbe, mit dem wir uns abzugeben haben. Was, Keudel? Dieses englische Pony kann die bräuchliche Disziplin nicht begreifen. Wenn der König ein einfacher Bürger wäre, so würde seine Schwiegertochter bei ihm draufgeben. Dass sich der alte Herr nur nicht zu sehr aufregt. Die Kur in Baden-Baden strengt ihn immer so an. Ja, da sitzt wieder die ganze Verwandtschaft um ihn herum und bläst ihm die Ohren voll, dass er nach Frankfurt gehen soll, um am Fürstentag des Kaisers Franz Josef Portau zu machen. Sieh, ich glaube, da ist keine Zeit mehr zu verlieren. Fahr doch nach Frankfurt. Alle sind gegen ihn, glauben mir, alle. Er hat keine Lebenskraft. Bitte dich, er ist ein Kavalier. Aber er tut doch nur, was er will. Merkst du denn nicht, dass er dich immer mehr beeinflusst? Du kommst mir schon gar nicht mehr wie ein Hohenzoller vor. Wer weiß, wohin sein Ehrgeiz noch geht. Er sagt seine Schwester auch. Halt ihn für absolut treu. Treue Diener verdienen treue Herren. Aber wir wollen nicht mehr davon sprechen. Begleitest du mich auf die Promenade? Prinz und Vicky kommen in einer halben Stunde. Wir könnten zusammen spazieren gehen. Eure Majestät, deine Exzellenz, der Herr Ministerpräsident sind soeben angekommen. Bismarck ist hier? Er ist doch gar nicht angemeldet. Da muss etwas geschehen sein. De la promis d'aller à Francfort. Lassen Sie einen von Bismarck eintreten. Du hast mir versprochen, dass du nach Frankfurt gehst. Du kannst den Kaiser nicht so vor den Kopf stoßen. Du wirst gleich hören, was Bismarck sagt. Majestät. Sie haben ohne Zweifel wichtige Nachrichten, mein lieber Bismarck. Bitte sprechen Sie. Ich hatte nicht die Absicht, Eure Majestät zu stören. Sprechen Sie. Majestät, der Kaiser hat eine neue Einladung nach Frankfurt geschickt und erwartet noch heute endgültigen Bescheid. Herr von Bismarck, alle unsere Verwandten sind der Ansicht, dass nur das Fernbleiben Preußens einen Erfolg verhindert hat. Liebes Kind, ich bitte dich, lass uns allein. Wir müssen gleich zu einer definitiven Entscheidung kommen. Eure Majestät, die familiären Einflüsse und Bestrebungen, von denen Ihre Majestät soeben sprach, haben für die preußische Politik ein folgenschweres Ereignis hervorgerufen. Ich bitte Eure Majestät, diesen Artikel zu lesen. Es ist ein Brief, den Ihre Königin Johanna, die Frau Kronprinzessin, an ihre Frau Mutter gerichtet hat, und der in den Times und der Süddeutschen Post abgedruckt war. Nicht für möglich gehalten, dass ein preußischer Prinz und Offizier meinen Sohn eine solche Insubordination in seinem Hause duldet. Ein König, der nicht mal seine Familie regieren kann, wie soll der sein Amt führen? Muss die schärfsten Konsequenzen daraus ziehen. Werde ihn seiner sämtlichen Ämter entheben. Soll sich mit seiner Frau auf Reisen begeben, nach England oder sonst wohin, wo der Pfeffer wächst. Ganz nach beliebiger Auswahl. Wenn ich auch Eure Majestät Sorge verstehe, so möchte ich doch bitten, diese persönliche Angelegenheit nicht aus der Empörung Ihres Herzens, sondern nur unter dem Gesichtspunkt der Staatsräson zu entscheiden. Sie möchte ich sehen, Bismarck. Wenn Ihre Jungen mal groß sind und Ihnen solche Streiche spielen, würden Sie da nicht zum Staatsräson. Aber Ordnung in meinem Hause. Damit fängt die Staatsräson an. Majestät, schaffen Sie die Ordnung. Gestützt. Ihm verdankt Preußen seinen Aufstieg zur Großmacht. Da sind wir jetzt, in Deutschland von Habsburg bevormundet. Frankreich und Russland misstrauen uns. England belehrt uns mit Zeitungsphrasen, wir sollen die englische Verfassung einführen. Ich kann das nicht. Es wäre das Ende der Krone und Preußens. Vielleicht kann es Fritz. Er liebt ja diese Liberalen. Eine englische Frau gilt ihm mehr als ich. Aber ehe ich das zulasse, habe ich die Pflicht, es mit Bismarck zu versuchen. Auch wenn er mir unheimlich ist. Rohn sagt es übrigens auch. Du und Rohne denken natürlich nur an eure Soldaten. Aber es ist doch keine Kriegsgefahr. Kriegsgefahr? Bei Kriegsgefahr wäre es nämlich schon zu spät für uns. Wie damals, 1806, als Napoleon meinen Vater überfiel. Und wenn es nun einen Krieg gibt im eigenen Land? Eine Revolution? Deine Exzellenz, der wirkliche Geheime Rat, Herr von Bismarck-Schönhausen. Majestät. Sie sind seit gestern in Berlin? Seit vorgestern, Majestät. Gestern hat mich seine Königin Johanna, der Kronprinz, bereits zu sich befohlen. Wünschen Eure Majestät, den Inhalt des Gesprächs zu erfahren. Nein, danke. Dass Sie es mir anbieten, genügt mir.
Brunn hat Sie über den Ernst der Lage unterrichtet? In großen Zügen ja, Majestät. Ich will nicht regieren, wenn ich es nicht so vermag, wie ich es vor Gott, vor meinem Gewissen und vor meinen Untertanen verantworten kann. Das kann ich aber nicht, wenn ich nach dem Willen der heutigen Majorität des Landtags regieren soll. Ich finde keinen Minister mehr, der bereit ist, die Regierung zu führen, ohne sich und mich der parlamentarischen Mehrheit zu unterwerfen. Habe mich daher entschlossen, die Regierung niederzulegen. Meine Abdankungsurkunde habe ich bereits entworfen. Es ist allmählich seit dem Mai bekannt, dass ich bereit bin, die neue Regierung zu bilden. Ich bin gewiss, dass Rom bleiben wird und dass ich andere Männer finden werde, die mit mir gehen. Sie würden also für die Heeresreform eintreten? Ja, Majestät. Auch gegen die Majorität des Landtags und deren Beschlüsse? Ja, Majestät. Sie haben sehr viel Mut, mein lieber von Bismarck. Der Mut ist ganz auf Seiten Eurer Majestät, wenn Sie mir diese Stellung anvertrauen. Ich habe den Mut zu gehorchen, wenn Eure Majestät den Mut haben zu befehlen. Dann habe ich die Pflicht, mit Ihnen die Weiterführung des Kampfes zu versuchen. Ich danke nicht ab. Gehen wir vielleicht lieber in den Park. Dort können wir freier miteinander sprechen. Das hätte ich nicht... Aber ganz von vorne an. Gott, ich muss eine Flasche Sekt bringen. Sachte, sachte. Jetzt fangen doch die Sorgen erst an. Wie wollen Sie mit dem Parlament fertig werden? Parlament? Haben Sie schon was überlegt? Ich werde zum Leuten freundlich sein. Vielleicht verblüfft Sie das. Sie halten mich ja für eine Art politischen Attila. Im Übrigen zange ich mich sehr gerne mit den Brüdern. Jetzt mag ich warnen Sie. Die Leute sind zu allem entschlossen. Ich bin zu allem entschlossen. Aber Ron, wir sind uns doch einig. Unser Ziel ist Deutschland. Sobald unsere Armee stark genug ist, wenn wir die erste Gelegenheit ergreifen, um mit Österreich abzuwenden, den Bund auflösen und Deutschland die nationale Einigung oder Führung Preußens geben. Diesmal wohl denken Sie hin, bleiben Sie auf der Erde. Denken Sie an Frankreich. Napoleon vertraut mir. Er denkt, dass ich ihm auch vertraue. Er will an den Rhein. Diesen Köder muss man ihm hinhalten. Bismarck, Sie denken an Ihre Außenpolitik und haben im eigenen Hause noch keine Ordnung. Ich habe keine Angst. Ich weiß ja, wofür ich tue. Frankreich ist noch nicht am Ziel, mein lieber Benedetti. Der Rhein ist seine natürliche Grenze. Das wusste schon Richelieu, aber sogar mein Onkel hat dieses Ziel nur bis 1813 erreicht. Et toi, lui, dis-moi, tu ne veux pas la guerre, mais tu veux la frontière du Rhin, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce qu'il veut, vous comprenez, Benedetti? Antworten Sie Deutsch, Benedetti, die Kaiserin versteht es ein wenig. Mais non, non, je suis français. Je suis français. Je n'ai pas l'envie de parler allemand. Ich muss Benedetti doch prüfen, ob er genug Deutsch versteht, um Botschafter in Berlin zu werden. Tu l'envoies comme ambassadeur à Berlin? Oh, mon Dieu. Pauvre Benedetti. La politique. Ah, toujours la politique, ça m'agace. Moi, je vais danser, ma femme. Au revoir, monsieur. Majestät, sprechen das Deutsch sehr gut? Mhm. Bin ja auch in Augsburg zur Schule gegangen. Ich wäre ein guter Herrscher für deutsche Untertanen, nicht wahr? Sehen Sie... Ich bin friedlich von Natur. Ich verwalte mein Land wie ein guter Bankier sein Geschäft. Und ein Bankier schießt sich nicht gern. Überlässt der anderen. Also? Sir, ich weiß. Beim nächsten Krieg in Deutschland, Majestät, werden stiften den Frieden. Und dafür nehmen den Rhein als Prozent. Wie kommen Sie denn darauf? Sie haben geholfen, Italien, dafür Nizza und Savoyen genommen. Sie werden helfen, Österreich oder Preußen. Und dafür nehmen den Rhein. Vielleicht. Mutter! Mutter! Herbert Wilhelm! Was gibt's denn, Marie? Komm doch her! Eine Depesche. Eben war der Bote aus Talamünde da. Vater ist Ministerpräsident geworden. Gehen wir jetzt nach Berlin? Werden wir beim König eingeladen? Bekommen wir da einen Orden? Vater bekommt viele Sorgen. Aber er hat es sich ja immer gewünscht. Wir müssen Gott bitten, dass er ihm hilft. Kann Roland auch mit nach Berlin? Und Thüras auch? Oder nicht? Ach nö, dann möchte ich lieber hierbleiben. Hör doch nicht leise Kram, Suse. Ich will auch nicht nach Berlin. Ihr seid ja dumm. Berlin ist doch viel schöner. Und Vater ist Minister, stell dir mal vor. Da müssen alle Leute den Hut vor uns abnehmen. Das Wort hat der Ministerpräsident für eine Erklärung der Staatsregierung. Meine Herren. Gestatten Sie mir in diesem kleinen Kreis offene Worte. Der Konflikt zwischen Krone und Parlament wurde, so ernst er auch werden kann, nach meiner Meinung in der Vergangenheit von beiden Seiten zu tragisch aufgefasst. Die neue Regierung sucht keinen Kampf. Kann der Konflikt mit Ehren beseitigt werden, so bietet sie gerne die Hand dazu. Bedenken Sie aber, dass die Sicherheit eines Staates
einzig auf seinem Degen beruht. Sichern Sie also durch Ihre Zustimmung zur Heeresreform unser Land. Das ist Ihre erste politische und vaterländische Pflicht. Er zieht sich zurück. Das glaube ich nicht. Ich bitte ums Wort. Der Herr Abgeordnete Löwe hat das Wort. Im Namen meiner politischen Freunde möchte ich feststellen, dass auch der Herr Ministerpräsident keinen neuen Gesichtspunkt geltend gemacht hat. Hinter seinen Worten rasseln die Ketten der Fremdherrschaft, um uns zu erschrecken. Ich aber hörte die Ketten der Tyrannei, die unter den Bajonetten des Königs im Lande rasseln werden. Der Herr Ministerpräsident bekennt sich seit dem Jahre 1848, also seit 14 Jahren, offen zur Reaktion. Wir bewilligen diesem Ministerium keinen Groschen. Der Herr Ministerpräsident hat das Wort. Meine Herren, es war mir eine Freude zu hören, dass Ihre Befürchtungen weniger gegen die Sache als gegen meine Person gerichtet sind. Die Menschen haben sich seit dem Jahr 1848 geändert. Und ich nehme an, dass Sie nicht die Absicht haben, die Verhältnisse dieses Revolutionsjahres wiederkommen zu lassen. Haben wir nicht vielmehr die Verpflichtung, unserem deutschen Vaterlande die verlorene Größe wiederzugeben? Der Herr Abgeordnete Dr. Kirschow hat das Wort. Der Herr Ministerpräsident erweckt hier Erinnerungen, die uns alle schmerzlich bewegen. Gewiss sind unsere Herzen dem deutschen Vaterlande zugewandt. Wir wünschen nichts sehnlicher als ein neues deutsches Reich. Aber ein freies deutsches Reich, das auch politisch der geistigen Einheit entspricht, die es seit einem Jahrtausend bildet. Die Fürsten wollen das nicht. Das Machtmittel der Fürsten ist das Heer. Die Statthalter der Fürsten sind die Junker. Ihr prominenter Vertreter in Preußen ist Herr von Bismarck. Diesem Ministerium keinen Soldaten und keinen Groschen. Ich bitte um das Wort. Bitte? Ich bin dem Herrn Vorredner trotz seiner persönlichen Angriffe dankbar, dass auch er dem von mir ausgesprochenen Endziel zustimmt. Erwarte, Fritz, dass auch du gegen mich bist. Aber liebe Mama, ich bin doch ebenso wenig gegen dich, wie du gegen uns. Aber soll Papa abdanken? Das willst du nicht, das will ich nicht. Und Vicky auch nicht. Ich bin gewiss kein Freund von Herrn von Bismarck. Aber als ich hörte, dass Roni nach Berlin berufen hat, habe ich mit ihm gesprochen. Du hast? Ja. Er war gestern bei mir. Ich habe nicht den Eindruck, dass Bismarck ein solcher Eisenfresser ist, wie ihr alle glaubt. Er hat in Frankreich viel gelernt. Ah, wohl bei Napoleon, diesem Parvenu, diesem... Meine Mutter schreibt, Napoleon hält sehr viel von Herrn von Bismarck. Auch das noch? Du kennst doch Papa. Er hat sich immer als Soldat gefühlt. Er gibt nicht eher nach, als bis die letzte Möglichkeit erschöpft ist. Und die heißt Bismarck. Sollte er versagen, dann weißt du ja, dass ich meine Regierung nach anderen Grundsätzen führen werde. Nicht wahr? Mhm. Ein Regierungsprogramm, das ich entworfen habe, in dem ich versuche, auf allen Gebieten, auch in der Verwaltung, sowohl die liberalen wie die konservativen Übergriffe ein für allemal zu unterbinden. Verzeihung, Majestät. Sollte man diese Einzelheiten nicht besser zurückstellen? Ich meine, bis das Wichtigste erledigt ist? Ja, und bitte? Es geht ums Ganze. Ob künftig in Preußen die Krone regieren soll oder das Parlament. In dieser Lage werde ich selbst in eurer Majestät mir Dinge befehlen, die ich nicht für richtig halte. Ihnen zwar meine Meinung offen entwickeln, aber wenn sie schließlich auf der ihrigen beharren, lieber mit dem Könige untergehen, als eurer Majestät im Kampfe mit der Parlamentsherrschaft im Stich lassen. Und eurer Majestät das Vertrauen zu mir haben, mir die Geschäfte ohne Programm zu übergeben? Wollen Eure Majestät das nicht lieber verbrennen? Die Handschrift Eurer Majestät ist bekannt. Es kann in unrechte Hände kommen. Sie haben mich gewonnen, Bismarck. Jetzt sehen Sie zu, dass Sie Preußen gewinnen. Willst du nicht an Mama unterschreiben? Ich habe ihr geschrieben, dass er von Bismarck Minister wird. Aber nicht für lange, damit sie sich nicht ärgert. Und dass wir bald König und Königin sein werden. Ach Kind, das kannst du doch nicht schreiben. Warum nicht? Der hält sich doch nicht lange. Ich freue mich so für dich. Ja, kriegst du mir von Ruhen erwartet, der Blinde. Guten Abend, Ruhe. Es ist geschafft. Ich bin Ministerpräsident. Endlich. Herrgott, Ruhe, manchmal habe ich geglaubt, es kommt nie mehr dazu. Aber jetzt,
Ich habe schon an Johanna telegrafiert. Was wer? Hat er Bedingungen gestellt? Es war ein Programm, aber ich habe es ihm ausgeredet. Wir müssen ja. Dass ich dich störe, aber man sagte mir, du hättest Bismarck hier beordert? Ja, er müsste eigentlich schon hier sein. Willst du ihn etwa ins Ministerium berufen? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich werde ihn sogar bitten müssen, die Führung dieses Ministeriums zu übernehmen. Aber Wilhelm! Diesen gewalttätigen Grobian, diesen beschränkten Landjunker. Er ist doch so verhasst. Beim Volk wie bei der Presse, bei allem. Er hat Mut. Er steht zu seiner Überzeugung. Er hat nie jemand etwas vorgemacht. Geschickten Parlamentariern und Kompromisslern habe ich nun 2 Jahre lang versucht. Was ist das Ergebnis? Preußen geht zugrunde. Ohne ein starkes Heer sind wir verloren. Denk an meine Vorfahren. Immer haben sich Preußens Herrscher auf ihr Heer.